Liebe Leute, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcast. Mein Name ist Thomas und mit mir dabei ist heute der Axel. Hallo. Und ja, das war's auch leider schon, aber dafür wenig Leute, aber eine legendäre Folge, der endlich lang angekündigte Podcast, heiß erwartete Podcast über The Wire. Und ja, es ist eigentlich fast traurig, Axel, dass wir hier zu zweit sitzen müssen. Ja, es ist ein bisschen bedenklich fast schon. Also wir sind eine mittlerweile recht gut bestückte Redaktion, würde ich sagen, aber ja, die einzigen, die wirkliche Fans sind und das Teil auch bis zum Schluss gesehen haben und das mehrmals, Sind wir beide. Ja, ich weiß auch nicht, ne? Also ich habe es schon wirklich eine Zeit lang, habe ich The Wire auch jedem aufgequatscht, wo es nur ging, ja, und habe das auch hier in der Redaktion, als ich angefangen habe, so ein bisschen fortgeführt und war eigentlich auch geschockt, dass das hier so wenig gesehen haben. Vielleicht aber auch wieder ein Zeichen dafür, ist nicht für jedermann. Also ein paar Leute in der Redaktion haben ja auch angefangen und kamen nicht so recht durch. Also bei mir war es genauso wie bei dir. Ich war ja kurze Zeit später dann nach dir da und ich habe dann auch irgendwie jedem irgendwie das aufs Auge gedrückt und jeder, der es noch nicht gesehen hatte, der musste es natürlich unbedingt sehen. Und ein paar haben dann auch angefangen, aber es hat bisher niemand bis zum Ende durchgehalten, was irgendwie ein bisschen erstaunlich ist, weil ich kann verstehen, wenn man den Wire-Pilot guckt und dann denkt, nee, ist nichts für mich, ist mir irgendwie zu langatmig und so weiter. Aber wenn man irgendwie so schon die ersten zwei, drei Staffeln gesehen hat, dann ja, es ist mir ehrlich gesagt unerklärlich. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich mittlerweile für die Zuhörer oder auch Leser von Serienjunkies kein großes Geheimnis mehr. Also Axel und ich, da gehört The Wire schon zu den besten Serien aller Zeiten, wenn nicht gar einfach auf Platz 1 dieser Liste. Wir können es ja gleich sagen. Genau, das können wir gleich sagen. Also das ist Spoiler für den Podcast sozusagen. Aber wir werden bestimmt auch ein bisschen ins Schwärmen kommen heute. Wollen aber natürlich auch Leuten, die jetzt vielleicht The Wire noch nie gesehen haben, das so als Tipp nahelegen. Aber ihr dürft davon ausgehen, dass die Folge heute ein bisschen umfangreicher wird als jetzt so ein normaler Serientipp, den wir oft nach einer Staffel oder so machen. Weil The Wire ist ja schon eine Weile zu Ende. Wir werden über die komplette Serie sprechen. Aber, und wir haben uns darüber jetzt auch eine Weile unterhalten, wie machen wir es mit Spoilern und so weiter. Wir finden, dass das bei The Wire nicht so problematisch mit Spoilern an sich ist, ja, weil die Serie nicht so ein klares Ziel hat. Und deswegen glaube ich, dass die Leute hier keine Angst haben müssen. Wir werden hier über viele Aspekte der Serie sprechen, aber ich glaube, das macht überhaupt nichts kaputt, wenn man viel über diese Serie weiß im Vorhinein. Ich glaube, dass wenn jetzt jemand da draußen zuhört, der The Wire noch nicht kennt und wirklich den kompletten Podcast hört, ja, wir wollen einfach nur neugierig machen und für die Leute, die es kennen, die wissen, glaube ich, wovon wir reden und die können sich dann das Spoilerige sozusagen denken. Wir werden am Ende bestimmt auch nochmal auf, also ich finde das Einzige, was man bei The Wire großartig spoilern kann, sind irgendwie der Tod von wichtigen Figuren, der häufiger vorkommt in der Serie. Sehr regelmäßig, ja. Und das würden wir, glaube ich, einfach ganz ans Ende stellen des Podcasts, nochmal gucken, wo wir noch so hinkommen. Nochmal kurz die Infos zum Serienjunkies Podcast. Unter podcast@serienjunkies.de könnt ihr uns immer E-Mails schreiben. Wir freuen uns über Feedback. Ihr könnt uns bei iTunes abonnieren und liken und so weiter. Und unter serienjunkies.de/podcast könnt ihr auch alle unsere Folgen finden, sowie den RSS-Feed. Und ja, wollen wir mal, ich würde sagen, wir fangen mal kurz mit so den Basic Facts zu The Wire an. Gern. Gerade für die Leute, die es jetzt noch gar nicht kennen. Also The Wire, wir haben auch schon gesagt, wie beschreibt man The Wire in einem Satz? Ne? Super schwierig. Erstmal würde ich es unter dem Genre Dramaserie einordnen. Ja, es ist bei HBO gelaufen und zwar vom Juni 2002 bis zum März 2008. Liefen da insgesamt 5 Staffeln in 60 Episoden. Creator der Serie ist David Simon. Axel und ich haben ja schon mal über eine Serie hier gesprochen, von David Simon, genau, Generation Kill. Ja, eine Miniserie. Momentan ist er beschäftigt mit Tremé, mit der letzten Staffel, die momentan läuft und leider nur auf 5 Episoden kommt, die 4. und letzte Staffel. Und ja, danach stehen die Pläne von ihm irgendwie so ein bisschen in den Sternen. Ja. Aber ja, da bin ich auch extrem gespannt und wenn wir es schaffen, würden wir auch gerne nochmal einen Podcast zu Tremé machen, weil ich glaube, wir sind nicht nur The Wire-Fans, wir sind auch extreme David-Simon-Fans, was so in einem, ja, das fällt ja in so ein Eins quasi. Wir sind ja nicht nur Fans, wir sind richtige Fanboys. Ja, also, schrecklich. Ich glaube, ja, aber es ist halt auch so ein bisschen so, alles, was er anpackt, wird einfach gut. Also es gibt kein Serienprodukt, okay, zu seinen frühen Sachen kann ich nichts sagen, weil ich die nur bruchstückhaft gesehen habe, also Homicide und The Corner, habe ich beide nur mal reingeschaut. Da geht kann mir ich ähnlich, ja.
kann ich nicht so viel dazu sagen, aber David Simon, also die seit The Wire ist einfach alles Gold, was er anfasst. Ja. Also ich glaube, bei Homicide war er, was ja eine Krimiserie war, ich glaube auch in Baltimore gespielt hat. Nehme ich mal an. Ja. Ja, er hat ja auch dieses Buch dazu geschrieben. Also quasi, vielleicht können wir ja kurz noch ein paar Sätze über David Simon sagen, bevor wir so richtig einsteigen. Also David Simon kommt aus dem Journalismus, war ganz lange Polizeireporter in Baltimore, ich glaube so in den 80ern, weiß nicht, auch noch in den 90ern also, vielleicht. Ja, Mitte der 80er war er Polizeireporter bei der Baltimore Sun und hat dort eben einen Kollegen, also jemanden kennengelernt, der Mordermittler war und der war, das war Ed Burns und mit den muss man auch so als Co-Creator, glaube ich, von The Wire noch nennen, obwohl der ein bisschen manchmal unter den Tisch fällt. Auch von The Corner und Homicide. Die hatten einen gemeinsamen Bekannten, der beim Fernsehen gearbeitet hat und dann haben sie sich irgendwie angefreundet. Also Ed Burns war Mordermittler 20 Jahre lang und ist dann später irgendwie in den Schuldienst gewechselt, was auch in einer Charakterstory von einem Charakter aus The Wire wiedergespiegelt wird. Und die haben sich dann kennengelernt und haben sich dann zusammengeschlossen, um fürs Fernsehen zu schreiben. Erst für Homicide, dann für The Corner und dann für The Wire. Und Generation Kill dann noch. Und ich glaube, Tremé macht da ja jetzt mit jemand anderem, Eric Overmyer. Ja. Genau. Richtig. Der war auch übrigens Drehbuchautor bei The Wire. Ah, okay. Ja, die Autoren kann ich ja vielleicht gerade nochmal ein paar nennen. Ist natürlich nicht alle jetzt extrem bekannt. Ich weiß nicht genau, vielleicht kennst du da noch ein paar mehr von anderen Serien. Richard Price, Rafael Alvarez, der hat auch ein großes Buch zu The Wire noch rausgebracht. David Mills, Dennis Lehane. George Pelecanos. Das sind, also ich weiß jetzt nicht zu den einzelnen Leuten extrem viel, ich kann jetzt nicht alle auseinanderhalten, aber ich weiß, dass viele aus der Literatur kommen. Also genau, für sind Bücher keine reine TV-Menschen, also Richard Price vor allem. Und was war der letzte, den du genannt hast? Dennis Lehane? Nee, dann der vorletzte. Ah, George Pelecanos? George Pelecanos, genau. Die beiden sind sehr bekannte Romanautoren. Und wurden dann eben auch herangezogen, um möglichst realistisch eben die Storys auszuarbeiten. Und David Mills, den hat David Simon bei Homicide kennengelernt. Und der hat auch bei Tremé mitgewirkt, ist aber letztes Jahr, glaube ich, gestorben. Sogar während der Dreharbeiten oder während der Produktionsarbeiten zu Tremé. Ah, ja. Ist nicht auch einer der Produzenten während den Arbeiten an The Wire gestorben? Genau, das war da habe ich jetzt den Namen auch nicht mehr im Kopf. Der Robert Coldsberry. Ah, ja. Genau, Robert Coldsberry, der war einer der ausführenden Produzenten in der ersten Staffel, einer der kreativen Köpfe, der auch so ein bisschen für den Look von The Wire zuständig war. Der hat zusammen mit seiner Frau Karen Thorson hat er als Produzent mitgewirkt. Und war einer der federführenden Autoren und Produzenten auf jeden Fall und hat auch eine kleine Cameo-Rolle gehabt in The Stimmt, Wire. Stimmt, ja. Die wurde, das wurde, sein Tod wurde ja, glaube ich, dann noch thematisiert auch in der Serie. Ja. Gut, jetzt haben wir so die Basic Facts abgehandelt, aber ich glaube, Leute, die jetzt noch nie The Wire gesehen haben, wissen immer noch nicht so wirklich, worum es geht. Kennen jetzt alle Produzenten. Beziehungsweise würde ich noch gerne eine Sache ansprechen, was ja auch interessant ist bei David Simon-Serien. The Wire war ja auch jetzt nie der Publikumshit bei HBO, ja? Also ich kenne jetzt nicht genau die Also die erste Quoten. Staffel hatte ziemlich miserable Ratings gehabt. Die einzige Staffel, die relativ gut gelaufen ist für HBO, war die zweite Staffel. Ah. Wo dann auch irgendwie, da kommen wir später nochmal dazu, aber wo dann auch irgendwie böse Zungen behaupten, es liegt daran, dass der Cast hauptsächlich weiß war. Weil in allen anderen Staffeln ist der Cast nämlich hauptsächlich dunkelhäutig. Ja, das ist richtig. Wusste jetzt auch nicht, dass da es einen deutlichen Unterschied gab zwischen, also gerade bei der zweiten Staffel, die ja dann andererseits unter den Fans jetzt nicht unbedingt die beliebteste ist, ne? Ja, außer mir natürlich. Ja. Also, ich finde die auch, ich aber meine, da kommen wir noch drauf. Jede Staffel ist gut, ja. Punkt. Und dann geht's nochmal so kleine Abstufung. Und aber dann halt im Nachhinein ist The Wire einfach durch DVDs und so weiter, gerade bei den Kritikern, das war halt auch so ein Feuilleton-Liebling, wissenschaftlich wird sich damit auseinandergesetzt, werden wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen, weil ich da auch persönlichen Bezug zu habe. Hm. Und das ist halt so ein typisches Ding, ne? The Wire, also das ist wahrscheinlich extrem schwierig, Leute dafür zu begeistern, wenn das auf einer wöchentlichen Basis kommt. Mhm. Aber wenn du das einfach schauen kannst, nach deinem eigenen Tempo und wirklich 3-4 Episoden hintereinander schauen kannst und dann die Zusammenhänge erst klar werden, dann ist die Serie erst richtig stark. Definitiv, definitiv. Mhm. Auch
interessant, aber gerade trotzdem, die Kritiker waren begeistert, aber zum Beispiel gab es nur 2 Emmy-Nominierungen, was jetzt ja, im Nachhinein eigentlich auch völlig dreist ist. Ne? Also eigentlich hätte, die gab es wohl immer fürs beste Drehbuch, also Best Writing. Wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe, eigentlich hätte es die mindestens dann 5-mal zumindest geben müssen. Ne? Ja, also, und Schauspieler gibt es da auch also genug gute Performances. Ne? Ich denke mal, bei den Schauspielern kann man es noch einigermaßen verstehen, weil es halt so ein Riesenensemble ist. Ja, ne? Da sticht und keiner so richtig raus. Genau, also sie sind alle super. Keiner, ja. Aber es gibt jetzt keine so diese krasse Performance wie jetzt zum Beispiel Kevin Spacey in House of Cards oder so, wo alles sich um ihn nur dreht und so. Und dann fällt es wahrscheinlich den Emmy-Votern leichter, so jemanden mal in den Vordergrund zu stellen. Aber also ehrlich gesagt ist das jetzt gerade eine neue Info für mich. Ich habe vorher gar nicht nach den Nominierungen geguckt. Und haben sie es dann gewonnen eigentlich? Nö, nee? Keinen einzigen Emmy gewonnen. Mega Emmy-Snub, The Wire. Das ist, weiß ich, vielleicht kriegen sie ja irgendwann nochmal Honorable Mentions ja, oder sowas. Ja, so Lifetime Emmy Achievement oder ja, so für David Simon. Es ist halt wirklich, also gerade wenn man sieht, was die Serie jetzt im Nachhinein noch für einen Backlash hat und wie viel darüber gesprochen wird und geschrieben wurde und es gibt Bücher ohne Ende. Es ist auch komisch, weil die Sopranos ja relativ großzügig beehrt wurden bei den Emmys und ich habe mir jetzt gerade so ein bisschen zusammengesponnen, dass es sein kann, dass es einfach noch dieser HBO-Hype zu früh war quasi, aber das kann ja nicht sein, weil The Sopranos ist halt vorher gelaufen. Ja, ist richtig. Ja, aber früher standen halt auch noch so ein bisschen mehr die Network-Serien im Vordergrund, ne, da, bei den Emmy-Verleihungen. Das hat sich dann erst so, vielleicht mit The Wire oder nach The Wire, hat sich dann erst wirklich so auf die Kabel- und Pay-TV-Channels irgendwie verlagert. Ja. Worüber man halt wirklich froh sein kann, ist, dass es überhaupt 60 Folgen dann im Endeffekt gab und 5 Staffeln. Ja, weil das muss man HBO echt Props sozusagen aussprechen. Ich glaube, David Simon hat ja auch immer gesagt, wie geil das war, da zu arbeiten, weil sie sich da nicht großartig eingemischt haben. Und für HBO war es halt wichtig, so ein Alleinstellungsmerkmal zu haben, was ja auch schon seit Jahren oder ja seit Sopranos vielleicht genau, so angefangen hat. Ne? Man traut sich mehr, man geht mehr Risiko ein, scheiß auf die Quoten, solange die Abonnentenzahl steigt, ist das völlig in Ordnung. Und einfach cool, dass man so eine geile Serie dann. Es war halt auch ab der 2. Staffel immer ein Riesenkampf, ne, für David Simon. Also die 1. Staffel, ich glaube, die 2. Staffel wurde bestellt, nachdem die 5. Episode gelaufen ist oder nachdem die HBO-Produzenten die 5. Episode gesehen haben. Und da wussten sie schon, cool, das wird kein Publikumshit, aber es hat so viel Potenzial, dass wir es einfach machen müssen. Und nach der 2. Staffel musste dann David Simon wirklich für jede weitere Staffel kämpfen. Also es stand dann immer so kurz vor der Absetzung und dann hat wohl David Simon einen persönlichen Brief an den damaligen HBO-Chef geschrieben, in dem er halt ganz detailliert aufgelistet hat, was er sich für die nächste Staffel vorstellt. Und dann hat er sich halt quasi noch 3-mal überreden lassen. Ja. Und das ist halt auch schon. Also die letzte Staffel wurde dann im Endeffekt ein bisschen kürzer, ich glaube 2 Folgen, ne? 10 Episoden. 10 Episoden statt 12, also, ja. Es waren, glaube ich, die erste hatte 13, die zweite 12, die dritte 12, die vierte 13 und dann. Ich glaube, so kommt man auf 60. Ja. So Kopfrechnen, nicht so unsere Stärke hier in der Serien Junkies Redaktion. Deswegen sind wir auch Redakteure und keine Mathematiker. Ja, jetzt haben wir schon jede Menge Vorgeplänkel sozusagen gehabt. Und da könnt ihr euch schon mal drauf einstimmen, wie das jetzt wird hier. Weil es wird vielleicht nicht unbedingt den mega roten Faden geben. Wir werden immer mal wieder so ein bisschen Ausflüchte suchen oder uns auf ein Thema konzentrieren, weil das einfach. Ich denke mal, bei dir ist es genauso, immer so omnipräsent ist diese Serie, aber halt, weil wir uns noch nicht so wirklich jetzt stringent damit beschäftigt haben. Ja, definitiv. Was ich gemacht habe, ist, ich habe hier so einen kleinen Fragenkatalog zusammengestellt und würde uns dann quasi selbst interviewen. Ja? Also ich habe mir selbst die Frage gestellt und werde sie dir stellen. Du kannst antworten, ich habe mir Notizen dazu gemacht und so kommen wir, glaube ich, zu verschiedenen Thematiken über die Serie zu sprechen. Ja. Da ich jetzt hoffe, dass auch Leute zuhören, die es halt wirklich noch gar nicht gesehen haben, würde ich noch mal ganz kurz fragen, versuch's mal in 2-3 Sätzen, damit die Leute so eine grobe Vorstellung haben von der Serie. Also was passiert, wer steht im Mittelpunkt oder was steht im Mittelpunkt von The Wire? Also wenn wir anfangen, der Anfang von The Wire, da stehen im Mittelpunkt die Baltimore Polizeibehörde von Baltimore und diverse Abteilungen, also die Drogenfahndung, die Mordermittlung. Und die fangen eben an, ein kriminelles Netzwerk in Baltimore zu untersuchen quasi. Von dem Drogenkingpin in Baltimore, Avon Barksdale. Und es geht eben in der 1. Staffel darum,
dass eben einzelne Polizisten aus verschiedenen Abteilungen den Drang haben, dieses Netzwerk in die Knie zu zwingen, aber immer wieder daran gehindert werden von ihren Vorgesetzten quasi. Also dass quasi die Individuen gegen die Institution kämpfen müssen, der sie eigentlich dienen sollen, um ein größeres Gut quasi zu erreichen. Ja. Genau, also ja, ich glaube, wie gesagt, viel genauer kann man es jetzt nicht beschreiben. Also sagen wir mal, es fängt halt an mit diesem, also wenn man die ersten Folgen sieht oder wenn man vielleicht einen Trailer sieht oder so, könnte man denken, eine Cop-Show. Mhm. Ist es aber überhaupt, also es hat nichts mit NCIS oder CSI oder sowas zu tun. Gerade in der ersten Staffel und auch über die restliche Serie stehen natürlich die Cops auch irgendwo im Mittelpunkt. Auf der anderen Seite die Straßengangster, die Kids in Baltimore. Und es weitet sich aber dann aus. Und das, was du meinst mit den Individuen gegen Institutionen, ich denke mal, das kann man so als Thema der Serie beschreiben. Und die es noch nicht können, ihr könnt euch dann vielleicht vorstellen, dass im Laufe der Staffel 2, lernen wir dann wieder eine andere Institution kennen. Mhm. Zum Beispiel die Arbeiter am Hafen. Genau. Dritte Staffel, Politik. Die Politik. Vierte Staffel, die Kids in der Schule, Schulsystem. Und fünfte Staffel, Journalismus. Genau. So, wir kommen auch bestimmt nochmal auf die Staffeln einzeln zu sprechen. Aber es wechselt halt nicht einfach von Staffel zu Staffel so die kompletten Charaktere aus oder so, sondern es wird versucht, eine umfassende Geschichte dieser Stadt quasi sozusagen. So ein Panorama von Baltimore. Also David Simon hat auch gesagt, es gibt in dieser Serie nur einen Hauptdarsteller und das ist Baltimore. Mhm. Es geht einfach quasi so ein bisschen auch um das Sterben der amerikanischen Großstadt und ihrer einzelnen Institutionen. Und wie einzelne Individuen versuchen, dieses Sterben aufzuhalten, aber von dieser inhärenten Logik, die diese Institutionen produzieren, aufgehalten werden. Mhm. Und das ist eben das Interessante, weil es eben auch eine zeitlose Geschichte ist. Und weil es nicht nur für Baltimore gilt, sondern es gilt auch für Detroit, es gilt auch für Philadelphia, es gilt auch für Pittsburgh. Und also es ist eben diese großen Fehler oder diese großen Konstruktionsfehler, die diese Institutionen hervorbringen, die halt verhindern, dass irgendwas, was jeder als gut ansehen würde, auch wirklich eintritt. Ja. Ihr merkt, es wird jetzt schon relativ es wird so ein bisschen akademisch, philosophisch, ne? Akademisch, ja. Aber das ist auch gerade der Ansatz, mit dem ich vielleicht in die erste Frage selbst reingehen muss. Ich habe mir aufgeschrieben, wie kamen wir das erste Mal auf The Wire? Wie kam man mit der Serie in Berührung? Ist vielleicht immer ganz interessant, gerade wenn es so eine Serie ist, die man dann so jahrelang mit sich rumträgt und so als seine Lieblingsserie hypt oder benennt oder wie auch immer. Und da kann ich ja gleich mal, weil du jetzt, du hast gesagt, es wird ein bisschen akademisch. Also ich kam mal tatsächlich auch über die Uni mit der Serie in Berührung. Und ich war auf irgendwie einer Konferenz. Also ich habe Filmwissenschaft studiert hier in Berlin. Hört sich jetzt hochtrabend an, ist ein relativ sinnloses Studium, aber es macht Spaß. und zwar interessant, da war ich auf einer Konferenz und ihr müsst euch das so vorstellen, auf diesen filmwissenschaftlichen Konferenzen, da sind irgendwie 200 Leute und ich glaube, das, was in diesem Raum gesagt wird, wird das auch nie... Interessiert niemanden außer diese 200 Leute. Außer diese 200 Leute maximal. Und ich muss auch sagen, ich war auch nur da, weil ich noch relativ neu in dem Studiengang war und... vielleicht wollte ich mal. Da ist man noch motiviert. Ja, da ist man noch motiviert. Oh, geh ich mal hin, geil. Da geht bestimmt einiges. Und ist zwar Samstagmorgens um 8, aber egal. Ja. Und da wurden dann Vorträge wirklich von Leuten aus aller Welt gehalten zu verschiedenen Filmthemen. Ich weiß gar nicht mehr, was das Thema der Konferenz war. Mhm. Aber, und ich bin dann auch, muss ich ehrlich sagen, schon teilweise so ein bisschen weggenickt irgendwie. Ja, es war früh und so weiter. Und dann, ich habe auch, glaube ich, den Anfang dieses Vortrags gar nicht so recht mitbekommen, bis dann auf einmal so ein Filmausschnitt anfing. Und der war dann aus The Wire und ich war auf einmal wach geworden und dann waren da so drei Jugendliche, die irgendwie mit dem krassesten Ghetto-Slang irgendwie geredet haben. Ich so, worum geht's denn jetzt hier überhaupt? Für mich hat es dann erstmal nicht so zusammengepasst. Ich dachte, die reden jetzt nur über irgendwelche Kunstfilme und so weiter. Nee. Aber es ging dann tatsächlich um The Wire in diesem Vortrag, keine Ahnung um was genau. Aber das war einfach das erste Mal, wo ich einen Ausschnitt von dieser Serie gesehen habe und dann nach Hause gekommen und irgendwie die DVD bestellt, weil ich einfach allein diese 5 Sekunden schon so cool fand. Das war für mich so... Ich wusste, Fernsehserie, das sah auch so untypisch aus. Ich muss auch sagen, bis dahin war ich echt lange nicht so der krasse Seriengucker. Ja, ich hab's ich bin ein bisschen später auf den Zug aufgesprungen. Man sagt ja so, spätestens seit den Sopranos sind Serien halt wieder das neue Hollywood, halt der neue Film. Salonfähig, wie auch immer. Und
Film studiert und natürlich hauptsächlich irgendwie mich damit beschäftigt. Ja. Dann hast du dir gleich die Perle rausgezogen. Ja, komischerweise. Ja. Das ist nicht die schlechteste Serie, um damit anzufangen. Das ist halt auch das Interessante. Und es hat mich dann, diese Serie hat mich dann auch über mein komplettes Studium begleitet, sodass ich dann sogar meine Abschlussarbeit über unter anderem The Wire geschrieben habe und vor allem aber über David Simon und seine Herangehensweise an Serien und so weiter. Aber ja, das war dann echt so ein bisschen so ein Zufallsprodukt. Aber daran sieht man auch, wie interessant diese Serie ist, weil ich war lang nicht der Einzige, der sich an der Uni dann ausführlich mit The Wire beschäftigt hat. Ich glaube, es gibt mittlerweile sogar ein Forschungsprogramm, jetzt nicht auf The Wire bezogen, aber auf Serien bezogen, an der FU in Berlin. dazu kann ich nur sagen, ich habe es dann auch gar nicht so, dass ich jetzt ab der ersten Folge so extrem gehuckt war. Ja, es fängt ja relativ langsam an. Wir kommen auch nochmal auf Erzählformen und so weiter. Mhm. Aber spätestens, ich habe die erste Staffel, glaube ich, relativ schnell durchgeguckt. Und dann fange ich die zweite so an und dachte so, irgendwie jetzt neuer Fall. Ah, okay, irgendwie, da war ich so ein bisschen enttäuscht fast. Mhm. Weil ich dachte dann am Anfang der zweiten Staffel, das wird jetzt, okay, jede Staffel wird jetzt ein neuer Fall abgedeckt irgendwie, weil der erste Fall ist ja so ein bisschen abgeschlossen nach der ersten Staffel. Und dann aber habe ich gemerkt, ah, okay, nee, geil, die Figuren kommen alle noch weiter vor und man folgt denen auch ins Gefängnis und so weiter. Nur weil jetzt der Kingpin aus der ersten Staffel dann vielleicht im Knast gelandet ist, ist er jetzt nicht weg vom Fenster sozusagen. Und ich glaube, ab dann war ich halt gehuckt. Ja, so meine kleine Geschichte. Wenn ich da kurz einhaken darf. Und zwar hat ein geschätzter amerikanischer Kritikerkollege von uns hat gesagt, der Perspektivenwechsel am Beginn der zweiten Staffel machte The Wire von einem großartigen Roman zu einem Werk der Weltliteratur. Also weil der Anspruch der Wire-Autoren Simon und Burns war halt eben, die Great American Novel ins Fernsehen zu bringen quasi. Mhm. Also quasi Weltliteratur auf den Fernsehbildschirm zu bannen. Und daran erkennt man ja schon, dass es einfach schwere Kost sein wird. So. Und aber dass dieser Sprung gemacht wurde, am Anfang der zweiten Staffel wirklich ganz neue Charaktere einzuführen und die Charaktere aus der ersten Staffel völlig in den Hintergrund treten zu lassen, das ist einfach so viel, da gehört so viel Mut dazu, weil das einfach gegen alle Gewohnheiten, die Fernsehzuschauer haben, verstößt. Das ist einfach, ja, quasi das ganze Produkt auf ein neues Level hebt. Ja. Ja. Und, ja, ich glaube, das machen sie ja in fast allen Belangen, würde ich sagen. Ja? Mhm. Nicht nur was die Narration angeht, sondern auch was den visuellen Stil und so weiter angeht. Viele Sachen, auf die wir auf jeden Fall auch noch zu sprechen kommen. Mhm. Narration wäre jetzt mein nächstes Thema gewesen, aber willst du noch mal kurz sagen, wie du zur Serie kamst? Ja, gerne. Also ich war schon ein bisschen größerer Serienjunkie, bevor ich auf The Wire gestoßen bin. Und zwar war ich absoluter Sopranos-Fan. Also ich habe... Habe ich erst danach geschaut, dann, ja, tatsächlich. Ich habe, glaube ich, bei Sopranos bin ich eingestiegen, als die Serie in den USA in der dritten oder vierten Staffel gelaufen ist und habe es dann wirklich auch quasi in Realtime, also halt ein paar Tage später, mir die Episode besorgt und hab das dann geschaut und war wirklich extrem hooked auf Sopranos. Und dann habe ich einen Freund besucht, der in New York City ein Praktikum gemacht hat. Und der hatte irgendwie in seinem Apartment hatte er halt irgendwie so HBO on Demand. Ah, sehr gut. Und ich dachte, okay, ich bin im Unterhaltungswunderland angekommen. Und ich glaube, der Urlaub war irgendwie 3 oder 4 Wochen. Und ich habe die erste Woche habe ich mit dem auf der Couch verbracht und wir haben irgendwie HBO-Serien geguckt. Gut, dass man mal nach New York gefahren ist, um das zu machen. Ich war zum Glück vorher in meinem Leben schon mal in New York, aber also da, ja, da war dann irgendwie auch meine Freundin damals nicht dabei, die ist dann erst eine Woche später gekommen. Ja, die Serien-Junkies, glaube ich, verstehen das, oder? Dass man auch... Ja, ich meine, du warst ja vor kurzem auch mal in den USA und hast ja da auch ein bisschen irgendwie ins TV geschaut. Ja, wahrscheinlich nicht so exzessiv wie ich damals, aber... Auf jeden Fall hat der mir dann irgendwie The Wire gezeigt. Und dann habe ich irgendwie mal die erste Episode geguckt und war nicht so wirklich hooked. So. Es war eigentlich genauso wie bei dir. Es braucht halt auch wirklich, weil das vielleicht einer der wenigen Kritikpunkte ist, die man an The Wire üben kann, ist eben, dass die erste Episode, die Pilot-Episode, einfach viel zu viele Charaktere auf einmal einführt und halt fast nur Exposition ist und eigentlich so wirklich gar nichts passiert. Also es gibt schon kleine Plotpoints so, aber es geht halt hauptsächlich um die Einführung der Figuren. Und deswegen ist der Wire-Pilot auch wirklich
kein guter Pilot, wenn man sich überlegt, was ein Pilot mitbringen muss. Also, dass er einen sofort in die Geschichte reinziehen sollte. Und ja, also wie gesagt, es hat bei mir wirklich gedauert. Ich glaube, ich habe wirklich 3 oder 4 Anläufe gebraucht, bis ich The Wire dann wirklich an einem Stück durchgeschaut habe. Und ja, es war auch schon, nachdem die Serie fertig war. Also ich glaube, dieser New York-Besuch war 2008 und da liefen gerade die letzten Episoden. Ja. Und ja, aber dann sind wir ja auch direkt bei einem wichtigen Punkt. Du hast gesagt, ja, es macht nicht das, was ein Pilot sonst macht. Ne? Aber ich glaube, David Simon scheißt in dem Moment auch drauf. Ja. Und das einfach, das lässt sich zum ganzen Erzählstil der Serie sagen. Mhm. Das war jetzt meine zweite Frage hier im Fragenkatalog. Wie würdest du den Erzählstil von The Wire beschreiben? Was ist das Besondere an der Narration? Und du hast schon gesagt, es hat eine Romanstruktur, ja? Ich wusste jetzt nicht, dass sie auch mit diesem Ansatz so rangegangen sind, aber man merkt es ja eigentlich, ja? Und es gibt ja auch wirklich, also viele Leute vergleichen es immer mit Charles Dickens oder Balzac oder sowas, so ein großer gesellschaftlicher Roman, so ein gesellschaftlicher Überblick. Und das merkt man halt auch an den einzelnen Folgen oder wie die einzelnen Folgen aufgebaut sind. Und ich hatte mir irgendwie auch was aufgeschrieben, das kam aus der Analyse, Fernsehanalyse, dass The Wire less beats und more arcs, sozusagen, also weniger Story Beats macht. Ja. Ja, normal hat man irgendwie in der Serie oder in der Folge einer Serie immer so Ausschläge, jetzt muss was passieren und der Mord und dann das und so weiter. Und man hat wenige Handlungsbögen, die sich über eine komplette Staffel ziehen. Und bei The Wire ist es genau umgekehrt, dass einzelne Folgen manchmal so wenig Geschwindigkeit aufbauen und auch so wenig vorantreiben und auch überhaupt nicht irgendwas zu Ende erzählen wollen. Aber ich glaube, es gibt fast keine Serie, wo eine Episode so unabhängig, nee, wie muss man es andersrum sagen, wo eine Episode so als Teil vom Ganzen. Also ja, also so wenig, also es ist eigentlich nur ein Teil des Ganzen, aber so wenig für sich allein steht. Ja, also ja, eine Episode kann... Es gibt auch bei The Wire keine Standout-Episoden. Es gibt bei Sopranos zum Beispiel gibt's irgendwie Pine Barrens oder Funhouse oder... Ja, oder jetzt Game of Thrones, wo wir irgendwie die... Oder wo du dann immer die vorletzte Episode hast. Genau, mit einer Schlacht halt oder... Riesenknall hat, das gibt's bei The Wire nicht. Oder Breaking Bad, jetzt mal als Vergleich, wird ja auch jetzt oft als neue, beste Serie und so weiter gefeiert. Es macht natürlich was komplett anderes, können auch nochmal einen Vergleich ziehen nachher. Aber da gibt's natürlich auch Folgen, die wirklich, wo die Folge an sich ein Thema hat. Ja, und das wird so ein bisschen durchgekaut. Und das gibt's hier halt gar nicht. Also man muss sich so vorstellen, also man kann sich's, entweder stellt man sich so vor, eine Staffel ist ein Kapitel eines großen Romans, oder man, und die Serie ist ein großer Roman, oder man stellt sich sogar eine Romanreihe vor und eine Staffel ist ein Buch, sozusagen. Genau. Das ist eigentlich egal, ne? Aber ja, es gibt, die Staffeln an sich haben ein Thema, aber eine einzelne Folge ist ist quasi nichts wert, in Anführungszeichen. Genau. By the way. Ja. Und es wird auch nicht darauf ausgelegt, dass man jetzt nach der Folge irgendwie unbedingt eine Erkenntnis ziehen kann oder irgendwie einen Abschluss hat. Also manchmal war ich auch völlig überrascht, wenn eine Folge zu Ende ist. So. Aber das Geile ist halt, und darauf, du hast vorhin schon gesagt, es ist nicht darauf ausgelegt, dass man es Woche für Woche guckt. Mhm. Also das fände ich, weiß ich auch nicht, wie das gewesen wäre. Ich habe es halt auch erst angefangen, als es schon zu Ende war. Ja. Und weil dann, ist so ein Fade-Out, so ein bisschen diese Musik, die immer am Ende kommt. So und dann machst du einfach die nächste Folge an, weil du weiter liest, sozusagen. Genau. Ja. Also The Wire verabschiedet sich, und das war auch pure Absicht von Simon und Burns, von dieser klassischen TV-Erzählweise. Also, dass du halt irgendwie eigenständige Episoden hast, hast du jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Und für The Wire gilt eigentlich so die Maxime, die Summe ist größer als... Wie geht der? Die Summe ist größer als das... Nee, das Einzelne. Oh, fuck, jetzt. Ihr wisst, was wir meinen. Ich glaube, ich habe mir sogar irgendwo aufgeschrieben. Das Ganze ist größer als die Summe seiner Teile. So. Ja, genau. Das passiert. Aber wir können schon keine Mathe und dann auch keine Sprichwörter. Also langsam. Ja, das passt einfach sehr, sehr gut to The Wire. Und stellt eben diese Prosa-Erzählform der klassischen TV-Erzählform gegenüber. Also du hast plötzlich komplizierte, intelligente
Handlungsstränge, die irgendwie ineinander greifen und aufeinander aufbauen. Und du hast es ja vorhin auch schon angeschnitten, dass jede Staffel quasi wie ein Roman schon aufgebaut ist. Also zu Beginn, was wir auch beim Piloten bemängelt haben, gibt es eben viel Exposition und Charaktereinführung. Und dann in der Mitte der Staffel kommt dann halt mehr Handlung, kommt mehr Plot rein. Und gegen Ende wird die Erzählgeschwindigkeit halt immer höher. Also wenn es zum Höhepunkt zusteuert quasi. Ja. Und es gibt halt aber auch Handlungsbögen, die halt über die komplette Serie gehen. Das ist halt so geil. Also, genau. Also das habe ich auch bis jetzt, was heißt noch nie woanders gesehen, aber die sind auch extrem ausgefeilt, diese Handlungsbögen. Ja? Und manche Figuren sind in der ersten Staffel irgendwie unwichtig und auch in der dritten Staffel sind sie auf einmal deine Lieblingsfigur. Ja. Nicht, weil sie unbedingt mehr im Mittelpunkt stehen oder mehr Screentime bekommen, sondern weil sie einfach an einem Punkt angekommen sind, wo sie jetzt interessanter werden. Aber das wird auch ganz, ganz streng dahin aufgebaut. Ja. Und das ist gerade das Faszinierende, wie das die Produzenten der Serie geschafft haben. Weil ich habe ja vorhin schon gesagt, sie waren sich nie sicher, ob es noch eine weitere Staffel gibt. Und wie dann aber am Schluss dieses ganze Ding so gut zusammenkommt. Also wirklich wie ein großer Roman, der am Ende einfach unheimlich viel Sinn ergibt. Und alle Teile passen irgendwie auf die anderen Teile und es gibt wirklich keine Storyline, die irgendwie jetzt hanebüchen oder unlogisch wäre oder irgendwas. Nee. Also es ist alles passt zusammen. Ja. Und das ist halt einfach eine großartige Errungenschaft von den Autoren, weil sie einfach auch nicht wussten, was passiert eigentlich nächstes Jahr. Ja. Und du kannst jede Staffel einzeln gucken, also nicht jede Staffel einzeln, aber du kannst nach jeder Staffel aufhören und es macht Sinn. Und du kannst die ganze Serie aufhören und es macht Sinn und du verlierst quasi nichts. Wenn du jetzt quasi nur nach der zweiten Staffel aufhörst, dann fehlt dir nichts quasi. Nee, das stimmt. Ja. Aber gerade weil es halt auch nicht auf so einen Endpunkt hinausläuft. Wir haben ja gesagt, eher ist es so ein Porträt der Stadt und wo soll sowas aufhören? Ne? So ein Leben in der Stadt geht immer weiter. Und deswegen sind Spoiler, glaube ich, auch nicht so wichtig, obwohl wir jetzt noch nicht detailliert über Sachen gesprochen haben. Und deswegen kann man vielleicht auch an vielen Punkten so aufhören. Also zum Beispiel, was ich da gerade nochmal sagen würde, es gab auch den Vorschlag von Rafael Alvarez, den du vorhin schon genannt hattest. Der wollte sogar noch eine sechste Staffel produzieren. Ah, das wusste ich auch nicht. Und zwar über lateinamerikanische Einwanderer in Baltimore. Und wie sie quasi, also über die lateinamerikanische Community noch eine Staffel drehen. Interessant, weil das gar nicht vorkommt sonst in der Serie. Das wurde dann, glaube ich, sogar von David Simon irgendwie persönlich, hat er ihm quasi eine Absage erteilt, weil er gesagt hat, okay, wir haben HBO schon so sehr irgendwie malträtiert und irgendwie gelöchert und um Verlängerung gebettelt. Aber gut, das Krasse ist, dann macht er danach eine Serie wie Tremé, die noch weniger Leute interessiert. Ja, ich meine, jetzt hat er halt Narrenfreiheit, ne? Ja. Damals wussten die HBO-Leute noch nicht, funktioniert das alles? Die werden ja auch DVDs ohne Ende verkauft haben, also, tatsächlich. Also ich weiß nicht, ich kenne auch ehrlich gesagt, also ich habe... Also was heißt ohne Ende, aber trotzdem erfolgreich, würde ich mal sagen. Also ein Großteil meiner Freunde hat The Wire im DVD-Regal stehen. Ich habe es, glaube ich, schon 10 Leuten zu Weihnachten oder zum Geburtstag geschenkt. Ja, geht mir auch so. Also es ist halt auch irgendwie das perfekte Geschenk, ne? Ja. Also davon hast du mindestens 60 Stunden was und wenn du so wie wir unterwegs bist, dann hast du, weiß nicht, so 300 Stunden was davon, oder? Definitiv. Also ich habe mir jetzt auch mal ein, zwei Folgen für den Podcast nochmal angeguckt, bin einfach mal in der Mitte eingestiegen, weil ich es jetzt, ich glaube, schon so dreimal durchgeguckt habe und jetzt auch wirklich die meisten Details kenne. Und ich hatte sofort wieder Bock, weiterzugucken. Das ist schrecklich. So ging es mir heute. Also ich habe mir nochmal so ein paar Zusammenfassungen für die Staffeln durchgelesen und dann war es wirklich so, ich hatte die Szenen vor mir und ich dachte, okay, wenn ich halt heimkomme, dann fange ich wieder The Wire an. Da kann man auch nichts mit falsch machen, weil ganz ehrlich, ein gutes Buch, ein Klassiker der Weltliteratur etc., um jetzt mal irgendwie die Superlative auszupacken, werden ja auch öfter gelesen und sind auch immer noch gut, ne? Auch beim zweiten, dritten, vierten Mal. Ja. Ich wollte noch zwei kleine Sachen zur Narration sagen. Wir sind erst beim zweiten Punkt irgendwie von 8, die ich mir aufgeschrieben habe. Und dann müssen wir noch die Spoilers sagen. Genau, also es kann noch ein bisschen dauern, macht es euch bequem, Leute. Es ist halt auch so geil, mit welcher Konsequenz, du hast ja schon gesagt, allein die Serie strukturiert ist, aber auch mit welcher Konsequenz quasi gefilmt und erzählt wird innerhalb der Folgen. Ja? Also man, David Simon hat mal gesagt, und es gibt 1000 geile Zitate irgendwie von David Simon, hat gesagt, fuck the average viewer.
Ja, also scheiß auf den Durchschnittszuschauer, ja. Der interessiert mich nicht. Fernsehen soll für mich was sein. Nicht wohl, Fernsehen war früher immer sowas, da lehnen sich die Leute zurück. Ah, ich schalte mal den Kopf ab, gucke mir irgendwie noch eine Soap oder eine Sitcom an. Mhm. Und da muss ich nicht groß nachdenken. Und er hat gesagt, Fernsehen soll für ihn oder gerade bei The Wire halt was sein, wo sich Leute zum Fernseher hinlehnen. Und du musst halt auch extrem aufpassen, bei diesen Geschichten, weil die bauen halt alle aufeinander auf, etc. Und du kriegst auch nichts alles doppelt und dreimal erzählt. Nee. Ne? Also wenn da ein Name fällt, dann musst du überlegen, wer ist das jetzt nochmal? Ja, und da wird auch nicht, da werden auch nicht die ganze Zeit, oh, hallo, Mr. Barksdale. Das ist der und der hat das und das gemacht. Genau, also wir kennen ihn von dort und was ja gern nochmal irgendwie so in anderen Serien gemacht werden, ne? Da werden dann immer die Namen oft wiederholt und nochmal irgendwie so zusammengefasst, vielleicht in der nächsten Folge, was so indirekt, ne, von den Charakteren selbst. Sowas hast du alles gar nicht. Und das fand ich auch irgendwie geil, weil das hat, fordert einen halt auch so ein bisschen heraus, weil klar, ich habe auch mal Phasen, wo ich keinen Bock habe, irgendwie groß nachzudenken, guck mir eine Sitcom an, so beim Essen. Mhm. Aber deswegen habe ich auch lange Zeit keine Serien geguckt, weil sie im Vergleich zum Kino ja doch immer so ein bisschen einfacher waren. Ne? Und heute haben wir es genau andersrum. Genau, heute ist es genau andersrum, das würde ich auch überhaupt nicht leugnen. Und deswegen gucke ich wahrscheinlich mittlerweile auch mehr Serien. Und ganz geiles Beispiel dafür gibt's in der ersten Folge gibt's zum ersten und einzigen Mal in der kompletten Serie ein Flashback. Kannst du dich daran erinnern? Und das war gegen den Willen von David Simon. Ja. Also er, genau. Vielleicht willst du es sagen. Ja, also es ist, es geht in der ersten Folge, wir können auch mal ein bisschen detaillierter drauf eingehen, um D'Angelo Barksdale, der vor Gericht ist. Das ist der Neffe des besagten Avon Barksdale, der Drogen-Kingpin sozusagen ist. Und er ist vor Gericht, weil er jemanden erschossen hat. Genau. Und es gibt eine Augenzeugin. Ja. Und die revidiert aber vor Gericht ihre Aussage. Ne? Ja, genau. Genau. Und dadurch kommt er eben frei. Jetzt überlege ich gerade, warum das Flashback überhaupt kam. Wegen dem anderen Zeugen. Es gibt noch einen anderen Zeuge. Ah, genau. Und der war der, also der Zeuge, es gab zwei Augenzeugen und ein Augenzeuge, William Gant. Der hat seine Aussage eben nicht zurückgezogen. Er hat sich nicht von der Barksdale Crew einschüchtern lassen und hat weiterhin zu seiner Aussage gestanden, D'Angelo hat diesen Mord begangen. Genau. Es war irgendwie in so einem, in der Lobby von so einem Haus. Hotel oder von so einem Wohnkomplex oder sowas, genau. Und die Security Lady, die in diesem Wohnkomplex quasi zuständig war, die hat ihre Aussage zurückgezogen, blamiert damit auch natürlich die Staatsanwältin und die Ankläger und so weiter und so fort. Und um jetzt darauf zurückzukommen, dieser William Gant, der eben sich nicht quasi gebeugt hat vor der Barksdale-Crew, der wird eben erschossen aufgefunden. Genau, am Ende sieht man dann D'Angelo Barksdale, der freigekommen ist, sich freut so, wuh, ich muss nicht in den Knast, weil eben seine Crew, sein Onkel da seine Macht hat spielen lassen, ne, und die Leute eingeschüchtert hat. Und der andere Typ, der ihn belasten hätte können, auf einmal weg war, nicht mehr aussagen konnte. Und er sieht ihn dann, glaube ich, er sieht die Leiche dann, glaube ich, da liegen. Also es gibt eine Mordermittlung dann und der Tatort ist natürlich abgesperrt und er kommt eben dazu, es ist in der unmittelbaren Nachbarschaft und er sieht eben die Leiche und dann kommt ein kurzer Flashback, wo man William Gant, den Ermordeten, quasi im Gerichtssaal sieht, wie er gerade auf D'Angelo zeigt. Genau. Und wie du gesagt hast, David Simon, das ist das einzige Flashback, was er dann, er wollte es nicht, aber er hat es wohl zugelassen, weil ich glaube, an dem Punkt hat HBO gesagt, das ist zu viel. Ja, das checkt auch keiner, wer jetzt dieser Typ ist, weil es halt nicht wie in einem klassischen CSI-Folge der Typ halt irgendwie 20 Minuten schon vorkam. Ja. Der kam halt nur eine Minute vor und du musst ja halt wissen, 10 merken. Sekunden vor. Ja, du musst ja halt merken, wer es ist, ja. Genau. Und danach aber umso konsequenter, also die komplette Serie durchgezogen und mit solchen Sachen und solche Sachen werden einfach nicht mehr gemacht. Ja. Und ich muss auch ehrlich zugeben, also ich habe auch beim ersten Mal durchschauen wirklich bei weitem nicht alles geblickt. Und deswegen kann man das auch immer wieder schauen, finde ich, weil es ist ähnlich wie bei Sopranos. Also da sind wirklich erst bei mir so beim zweiten, dritten, manchmal auch erst beim vierten oder fünften Mal durchschauen, sind mir wirklich die Lichter aufgegangen und gesagt, ach so, ja, jetzt in der fünften Staffel, da beziehen sie sich nochmal auf eine Episode in der dritten Staffel und da kommt nochmal eine Person vor, die irgendwie, oder ein Charakter vor, der vorher irgendwie 3 Staffeln lang ausgelassen wurde. Und es macht aber alles total viel Sinn. Ja. Das ist das Ding, was ich auch geil finde bei David Simon. Er wirft dich halt auch in diesen Kosmos rein und du musst dann wie so ein kleines Kind irgendwie sofort anfangen zu strampeln, um nicht unterzugehen. Ja? Weil es wird dir wenig erklärt.
du musst richtig aufpassen, dass du weißt, wer wer ist, wer was macht. Und die Sprache ist noch ein großes Thema. Die Jungs reden extrem, also Baltimore, wer jetzt, wie gesagt, die Serie noch nicht kennt und weiß, nicht weiß genau, in welchem Milieu es spielt, diese Gangster, das ist halt ja, so ein Ghetto-Milieu, ja. Die Innenstadt von Baltimore ist ziemlich verlassen. Verwahrlost. Halt. Man wird halt an Drogen, An jeder Ecke wird mit Drogen gedealt. Ja. Und diese Jungs, die da im Mittelpunkt stehen, auch auf der Seite der Gangster sozusagen, sprechen halt in extrem starken Slang. Genau. Und also für deutsche Zuschauer ist es natürlich schwierig. Ich habe es am Anfang immer auf Englisch mit englischen Untertiteln geguckt. Mhm. Das ging ganz gut. Ich weiß Was gar nicht. Ja auch nicht unbedingt leichter ist, weil du die Ausdrücke ja teilweise gar das nicht stimmt, kennst. Das stimmt, ja. Du kannst die zwar lesen und verstehst sie dann und dann weißt du aber gar nicht, was damit gemeint ist, wenn du es nicht jetzt schon zum fünften Mal hörst. Ja, genau. Sowas wie ein G-Pack. Ja, also, keine Ahnung. Genau. Und das ist das Geile. Irgendwie man guckt es dann so und man kann sich aber reinfuchsen. Ja, aber es stimmt, also beim ersten Mal durchgucken, selbst da gehen dir noch Sachen verloren. Ja? Mhm. Aber wenn du dich. Und aber das Geile ist ja anscheinend, wissen halt, ja, natürlich weiß auch nicht jeder Amerikaner, was ein G-Pack ist. Nee, und so, ja? Also David Simon will ja, dass man sich dann damit auseinandersetzt. Oder die Low-Risers und die High-Risers. Die Towers. Und mein Kumpel von mir, genau der, den ich in New York besucht hatte, der mir es empfohlen hatte, der kam irgendwie so. Ich hatte irgendwann mal einen Text über The Wire geschrieben mit The Towers, wo die Barksdale-Crew ihre Drogen dealt. Und dann kam da irgendwann zu mir, hey, das heißt aber nicht The Towers, das heißt The Towels. Und er dachte irgendwie so, das heißt The Towels. Er hat es einfach so dreimal durchgeguckt, und hat es irgendwie nicht gerafft. So. Und ich so, ja, nee, das heißt die Towers, weil das sind halt so die hohen Gebäude. Ja, so ein bisschen, was hier die Plattenbauten in Berlin genau. sind, ja. Und er wollte mir das einfach partout nicht glauben, weil er überzeugt davon war, dass das jetzt die Towels sind. ganz witzige Anekdote. Ja, und, aber solche Sachen machen halt extrem die Authentizität dieser Serie aus und auch die allgemein von David Simon Serien. Ja? Und ich würde mir immer mal wünschen, dass es im Deutschen zum Beispiel ein Äquivalent gäbe, weil gibt nichts Nervigeres, als wenn man einen Tatort guckt und so einen kleinen Gangster halt so redet, wie halt niemand auf der Straße in Anführungszeichen reden würde. Klar haben wir jetzt nicht hier die Ghettos oder so, aber es gibt da schon eine eigene Kultur. Ja, und man könnte über Berlin, wir sind ja in Berlin, ja, natürlich eine Serie drehen, die komplett anders aussieht oder halt ein realistischeres Bild der Stadt zeichnen. Gab es ja mal einen Ansatz im Angesicht des Verbrechens. Ja, gebe ich recht. Ja. Der das ganz gut angefangen hat. Also es hatte ja auch nur 8 Episoden. Es war zwar von der Produktion her ein komplettes Fiasko, weil, glaube ich, 3 Produktionsfirmen irgendwie pleite gegangen war sind. War von Dominik Graf, Berühmter Regisseur, Tatort auch gemacht. Ja. Und habe ich auch so gehofft, oh, wird das jetzt das deutsche The Wire? War natürlich ein bisschen verfrüht, aber. Ja, ich meine, es ist halt der Anspruch, wir brauchen erstmal eine gute deutsche Serie. Ja. Und dann kann man drüber nachdenken, ob wir ein deutsches The Wire irgendwo herkriegen. Aber da fand ich es zum Beispiel cool, weil wenn man hier in Berlin zu der Zeit gelebt hat, es gab immer diese Zigarettenschmuggler. Und Verkäufer, die habe ich auch wirklich jeden Tag an der Bahn gesehen. Die gibt's immer noch. Ja, aber jetzt sieht man sie nicht mehr so oft. Ja, ich sehe sie schon noch ein bisschen in Neukölln. Ja. Neukölln und am Frankfurter Tor hängen sie rum, die Jungs. Ey. Und das wurde halt da aufgegriffen, dass da illegal Zigaretten importiert wurden aus Russland und so weiter. Genau. Aber das war halt auch mal ein Fall, wo ich denke, ja klar, das gibt's. So. Ja. Klar muss man jetzt nicht, kennt man es vielleicht nicht, wenn man nicht in Berlin lebt, aber weißt du, in den USA leben natürlich auch nicht alle Leute in Baltimore und trotzdem ist es interessant. Ich glaube nicht, dass man Angst, und das hatten sie halt nicht, dass man Angst haben muss, davor eine sehr spezielle Geschichte zu erzählen, die aber im Endeffekt eine total breite Geschichte ist. Ja, genau. Und ich meine, es kann sich jeder, kann sich in die Geschichte reinfinden, der mal irgendwie in irgendeiner Institution gearbeitet hat oder auch nur in irgendeiner gesellschaftlichen Institution Teil von dieser war. Und ja, also das ist einfach, es ist eine zeitlose Geschichte, wie wir schon von Anfang an gesagt haben. Aber nochmal zurück zu der Sprache. Wir haben das ja nicht nur auf Seiten der Ghetto Boys, sondern wir haben es auch auf Seiten der Polizisten und so weiter. Also der Hafenarbeiter in der zweiten Staffel. Alle haben ihren eigenen Slang und bei niemandem wird es erklärt. Die Polizisten reden ständig in ihren Abkürzungen. Das lieben die ja, alles in Akronyme und Abkürzungen zu verpacken. Und die Hafenarbeiter, die labern irgendwie in ihrem Halbpoll Slang und ja, es wird einfach nie erklärt und das ist auch so, es ist halt schon so ein bisschen oberlehrerhaft so, ich gebe euch das jetzt und dann kommt mal selbst damit klar und deswegen verstehe ich auch, warum viele irgendwie sagen, ja, das ist mir zu anstrengend. Aber was man daraus einfach alles auch ziehen kann und lernen kann, es hat halt wirklich auch so einen edukativen Effekt, dass es eben einen anspornt, irgendwie auch mal ein bisschen mehr zu erfahren. Auf jeden Fall. Also ich habe halt auch das Gefühl, irgendwie das Polizeisystem
der USA kenne ich jetzt besser als unser eigenes. Ja, also nach diesen fünf Staffeln weißt du, was kommt nach Captain, Lieutenant oder irgendwie Lieutenant, Captain und Major und so weiter. Oder auch in der Politik, du weißt dann, es gibt dieses den Councilman und so weiter. Das Primary System zum Beispiel. Ja. Das ist alles, also man kann auch was lernen, man muss nicht. Man kann sich auch berieseln lassen und die Geschichten sind gut genug, um einfach so. Genau, also es hört sich jetzt vielleicht so an für die Leute, die es nicht kennen, als wäre das so ein rein, als würde ich mal irgend so ein Sozialkundebuch durchlesen. Ja. Aber das ist halt genau das Gegenteil. Ja. Die Serie schafft es durch diese sehr persönlichen Geschichten von diesen Drogendealern an der Ecke und jeder ist ja auch irgendwie gleich wichtig. Ne? Bis zu den Polizisten, Politiker, was gibt es noch, Staatsanwälte, Lehrer. Durch die persönlichen Geschichten diesen kompletten Kosmos zu schaffen. Und auch, weil sie einfach so tolle Charaktere erschafft. Ja. Also die Charaktere in The Wire, die sind einfach sehr liebenswürdig und es gibt keinen Charakter, der irgendwie, oder es gibt schon Charakter, die rein böse oder rein gut sind. Vielleicht rein gut gibt es vielleicht keinen, aber jeder hat irgendwie seine Schatten und seine Lichtseiten und jeder Charakter hat irgendeine Eigenschaft, die man irgendwie positiv hervorheben kann. Definitiv. Also, also ich würde sagen, es gibt selten in wenigen Fernsehserien einfach so echte Figuren wie in The Wire. Aber wir kommen, glaube ich, auf die Figuren gleich nochmal. Wir machen mal weiter ein bisschen, damit es hier nicht tatsächlich 3 Stunden wird. Ich glaube, bei 2 hatten wir uns so ein bisschen die Grenze gesetzt persönlich, aber mal schauen. Es gibt keine Grenzen. Es gibt vielleicht keine Grenzen. Wird ja auch aufgeteilt in mehrere Episoden oder so. Ja, gucken wir mal. ich würde gerne mal kurz über die Themen der jeweiligen Staffeln sprechen und habe mir noch hier die Frage aufgeschrieben, hast du eine Lieblingsstaffel? Ja, also soll ich oder willst du am Anfang? Mach gerne. Ja, die Themen grob haben wir ja schon mal angerissen, ne? Genau, also wie gesagt, in der ersten Staffel geht's so ein bisschen um Cops gegen Robbers oder Cops gegen Drug Dealers. Und die zweite Staffel, was auch meine persönliche Lieblingsstaffel ist, was dich vielleicht ein bisschen überrascht, weil du vorhin meintest, es ist nicht so der Fan-Favorite, aber es ist auf jeden Fall irgendwie mein Favorite. Und zwar verlagert sich da, haben wir ja auch schon gesagt, die Handlung an den Hafen von Baltimore und wird eben anhand von ganz neuen Figuren aufgezogen. Und es wird irgendwie so ein bisschen die amerikanische Arbeiterklasse beleuchtet und deren Kampf mit der Deindustrialisierung Amerikas. Also die großen Industriestädte Amerikas sind schon Ewigkeiten am Aussterben. Die Arbeiterjobs werden nach China oder sonst wohin verlagert. Ja, oder ich glaube, es geht auch darum, dass gerade da am Hafen viel durch irgendwie Computersysteme und Roboter ersetzt wird. Also das Ausladen oder das Verladen irgendwelcher Container funktioniert dann automatisch und so weiter. Ja. Genau, und so so wird eben porträtiert, wie die amerikanische Mittelschicht, die ja eigentlich quasi in jeder Politikerrede, die ein amerikanischer Politiker schwingt, kommt das mindestens einmal vor, dass die amerikanische Mittelschicht ist der Backbone of American Society. Aber wenn dann die Realpolitik betrachtet wird, da muss ich gerade an die Qual der Wahl denken mit hier Will Ferrell und hast du den gesehen, diese Komödie? Und Zach Galifianakis, wo sie auch gegeneinander antreten. Und ach, natürlich doch. Will Ferrell dann irgendwie bei 5 oder 6 verschiedenen Veranstaltungen ist und die Näher sind are the backbone of the American Society. Und die, weiß ich nicht. Ja. Also, es ist halt immer so ein bisschen pseudomäßig, ne? Genau. Und du siehst dann einfach in der zweiten Staffel, siehst du einfach, wie diese Hafenarbeiter, die mal irgendwie ein wirklich florierendes Leben und Geschäft hatten, die wirklich, die sind ja zu solchen Gewerkschaften zusammengeschlossen, die heißen Stevedores da und werden angeführt von Frank Sobotka, was einer meiner persönlichen Lieblingscharaktere der ganzen Serie ist. Und er versucht eben mit aller Macht, versucht er die Jobs quasi am Hafen zu halten und seinen Gewerkschaftskumpeln und seinen Freunden irgendwie Arbeit zu verschaffen, die meiste Zeit arbeitslos rumhängen und auf Jobs warten und dann kommt mal ein Schiff irgendwie im Hafen an und dann stürzen sie sich alle drauf, kriegen aber nicht alle Arbeit und so weiter und so fort. Und er rutscht dann eben einfach in falsche Geschäfte rein. Ja. Also er verbündet sich quasi, um die politische Lobbyarbeit zu bezahlen, damit die Infrastruktur im Hafen aufgebessert wird, verfängt er sich quasi in Schmuggelgeschäfte. Und da ist dann wieder zur ersten Staffel, wo wir dann, er geht dann natürlich Geschäfte ein mit den großen Drogen,
Kingpins der Stadt, die wir schon aus der ersten Staffel dann teilweise kennen. Ja, das dann wieder die und Verbindung. Dann kommen natürlich auch neue Kingpins dazu, also die berühmten Greeks. Das ist dann quasi eine neue Gangsterbande, die noch organisierter operiert als die Avon, als die Barksdale-Bande. Und geht dann halt auch darum, wie die Drogen nach Baltimore kommen. Und da kommt Drogen dann wieder der Hafen ins Spiel. Ne? Weil in der ersten Staffel sehen wir halt die Corner Boys, wie sie ständig Drogen verticken und damit Millionen auch umsetzen in dieser Stadt. Und in der zweiten Staffel geht es dann auch darum, woher kommt es eigentlich? Ne? Es kommt natürlich per Schiff, wie in jeder Hafenstadt. Ja, also und nicht nur, es geht ja auch nicht nur um Drogenschmuggel, sondern es geht auch um Menschenschmuggel, um menschliche Sklaverei. Es geht um Schmugglerware, Hehlerware allgemein. Also quasi die Sobotka, Frank Sobotkas Sohn und sein Cousin, also Sobotkas Neffe, sind quasi auch in Siggi. Diese... Siggi ist sein Sohn und Nick Sobotka ist quasi sein Neffe. Ja. Und die sind halt auch, die werden dann auch irgendwie involviert, die klauen mal einen Container und so. Und das, darüber schaut der Vater oder der Gewerkschaftsboss auch gern mal hinweg. Also sie haben schon immer so ein bisschen Dreck am Stecken gehabt. Aber später werden sie dann halt wirklich auch im Drogenhandel aktiv. Und dann wird es halt wirklich ernsthaft. Ja, und rutschen auch wirklich rein. Gerade Siggi bringt sich dann in allerlei extreme Situationen. Genau. Nick auch. Nick auch, ja. Und ist auch interessant, weil sie eigentlich so, gerade Nick, so ein rechtschaffender Typ ist. Ja? Und Sobotka selbst auch. Und ich glaube, es geht auch vor allem darum, wie sehr sie gezwungen werden, dann in diese Situation reingepresst werden. Ja, jahrelang irgendwie, war das Backbone von Amerika und jetzt wird so ein bisschen drauf geschissen. Ist ja grundsätzlich, wenn wir gesagt haben, das Thema ist irgendwie die Individuen gegen die Institutionen, ist es natürlich auch eine ziemlich harte Kapitalismuskritik von David Simon. Super. Also David Simon kannst du schon als sehr links, würde ich mal sagen, einschätzen. Ja. Also du hast es genau richtig gesagt. Also sie werden quasi... Es verwandelt sich in der zweiten Staffel so ein bisschen, kommt so ein bisschen dieser ökonomische Imperativ stärker zum Tragen. Also du musst, also Nick zum Beispiel hat auch eine Familie, eine kleine, er hat eine Freundin und ein kleines Kind und die liegt ihm halt ständig in den Ohren. Du musst jetzt irgendwie einen Job finden, du musst irgendwie, wir müssen was aus unserem Leben machen. Wir sind jetzt irgendwie, wir haben eine Familie und wir leben immer noch im Keller von deiner, vom Apartment deiner Eltern, vom Haus deiner Eltern. Und er sieht sich dann quasi gezwungen, er sieht keine andere Möglichkeit, als eben in diese illegalen Aktivitäten einzusteigen. Und ja, also am Ende, ich meine, das ist jetzt kein zu großer Spoiler, wenn wir sagen, dass das irgendwie schief geht, die ganzen Aktionen, und ist aber auch so ein bisschen so ein größere Aussage dieser Serie, dass sobald du in diesem Drug-Game irgendwie involviert bist, kommst du nicht mehr raus, außer du stirbst. Oder du wirst verhaftet. Ja. Und das ist eigentlich so auch, was die Serie aussagt, zumindest an den meisten ihrer Charaktere. Ja. Die Leute werden reingetrieben, ob sie wollen oder nicht, auch oft. Ne? Und es nimmt eigentlich, wie du gesagt hast, sehr selten ein gutes Ende. Da über die Details können wir am Ende auch nochmal sprechen. Vielleicht kann ich einfach mal mit Staffel 3 und 4 weitermachen, weil ich habe die so als meine Lieblingsstaffeln, hier würde ich die bezeichnen. Vielleicht eher noch Staffel 4 als Staffel 3. Aber ich finde, das Geile ist halt, da kommt dann alles so richtig geil zusammen. Ja? Also die ersten beiden Staffeln sind ja schon ein bisschen verschieden, weil sie so diesen kompletten Bruch haben zu den Corner Boys-Milieu, dann zu diesem Milieu am Hafen, obwohl es auch wieder ineinander fließt. Mhm. Und gerade, glaube ich, im zweiten Teil der zweiten Staffel schon wieder eher beides wird beleuchtet, ja. Sowohl Figuren aus der ersten Staffel als auch auf der zweiten, also die neu dazugekommen sind. Figuren quasi fallen gelassen. Ja. Das ist halt so geil. Es wird nie eine Figur fallen gelassen, egal wo der sich gerade befindet. Der hat immer noch irgendwie was damit zu tun. Es ist nicht einfach, klar, wenn er stirbt, ist er vielleicht tot, aber selbst dann hat es ja meistens noch Nachwehen, ja. Aber jede noch so kleine Figur, und da kommen wir im nächsten Punkt auch zu den Figuren drauf, hat auch eine Funktion. Ne? Genau, ja, also, hat immer eine Funktion. Ja. Ja. Aber gut, nach der Staffel 2 mit dem Hafen, Staffel 3, steht die Politik im Mittelpunkt, haben wir schon gesagt. Und da geht es konkret darum, dass Tommy Carcetti, der wird da neu eingeführt. Das ist ein Councilman am Anfang. Wie kann man das beschreiben? Ratsmitglied, Mal sagen. Stadtrat von Baltimore, der ziemlicher Idealist ist und gleichzeitig aber auch sehr hohe Ambitionen hat und mal mehr machen will aus seinem Leben. Also sagt, ich bin jetzt schon 2-3 Jahre Councilman, ich will jetzt mal mehr machen. Ja. Und der dann sogar in einer Stadt, wo irgendwie, ich glaube, 60% der Bürger schwarz sind, versucht als Weißer
Bürgermeister zu werden. Ja. Und darum geht es im Groben. Ja? Und natürlich geht das die ganze Sache weiter mit, wie will er Bürgermeister werden? Er sagt ja, ich muss die Kriminalität bereinigen. Ja? Ich bin jetzt euer Bürgermeister für weniger Crime. Ja? Und dazu muss man sagen, Baltimore, das finde ich auch richtig krass. Also Baltimore hat irgendwie 600.000 oder 700.000 Einwohner so um den Dreh. Das ist sowas wie Frankfurt am Main ungefähr, kann man sich vorstellen. Ja. Und es gibt so im Durchschnitt also es gibt über 300 Morde im Jahr. Man kann so von einem Mord pro Tag im Durchschnitt ausgehen. Ungefähr, Und das muss man sich mal vorstellen. Also das ist ja, weiß ich nicht, wie viel gibt es in einer deutschen Großstadt im Jahr? Vielleicht 10, 20, wenn es hochkommt? Ich weiß gar nicht, wie viel es in ganz Deutschland im Jahr gibt. Ja. Sind es vielleicht, das sind keine 1000, glaube ich. Ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ja. Also das ist natürlich extrem heftig. Ne? Ja, man jeder muss ja auch sehen, dass es in den USA irgendwie 40.000 Morde pro Jahr gibt. Oder und dass da jeder dann natürlich viel leichter an Waffen kommt, was man an den Corner Kids sieht. Die alle aber an den Waffengesetzen müssen wir nichts ändern. Ne? Nee. Und naja, auf jeden Fall versucht Kakedi damit Stimmung zu machen. Und da geht es dann auch ganz stark darum, wie sehr eigentlich die Politik Einfluss auf die Polizeiarbeit nimmt und dann versuchen die Polizisten, die Statistiken besser zu machen, aber anstatt, dass sie mehr Geld für bessere Polizeiarbeit bekommen, drehen sie an den Statistiken herum. Genau. Ja, dann ist ein Mord auf einmal kein, naja, okay, Mord kann man, sagen sie auch, kann man nicht wirklich ändern, aber dann ist vielleicht ein Diebstahl nur noch ein, ja, vielleicht hat jemand das Auto nur ausgeliehen und so weiter. Genau. Und das ist ja auch so ein überliegendes Thema, übergreifendes Thema der ganzen Serie, dieses Stat-Game. Also genau, dass eben die Bosse, die gucken nur auf die Stats. Also für die ist ein Mord kein Mord an einem Menschen, an einer zuvor lebenden Person, sondern sie sehen nur, okay, das ist ein Mord, der steht rot in meiner Statistik und wie kriege ich jetzt den am schnellsten entweder aus meiner Statistik raus oder wie wird er am schnellsten quasi schwarz, dass er gelöst ist. Ja. Und sie brauchen eben immer, also das zieht sich nicht nur durch die Polizeibehörde und durch die Politik, sondern es zieht sich zum Beispiel auch in die Schule. Wenn wir in der vierten Staffel kommen, das Schulsystem basiert genauso auf diesem Stat-Game. Also da geht es dann auch nur noch um Zahlen. Wir kriegen so und so viel Förderung vom Staat, wenn wir es schaffen, so und so viel, die und die Prozentzahl an Schülern irgendwie durchzubringen. Und da wird natürlich getrickst ohne Ende. Ne? Deswegen auch die große Überschrift, die man The Wire oft gibt, All in the Game. Ja? Und dieses Game, das ist nicht nur, das ist ja so ein Straßenbegriff, ja? das Drogengame. Aber ja, es wird da überall gespielt sozusagen, bei der Polizei, in der Politik, in der Schule, im Schulsystem, beim Journalismus und so weiter. Und ja, wie du sagst, das ist auf jeden Fall ein großes Thema, dieses Rumschrauben und weiß nie was richtig machen. Das ist ja auch die große Kritik so. Und das ist geil, das Geile in der dritten Staffel ist eine meiner Lieblings-Storylines auch, glaube ich. Da gibt es dann einen, ich glaube, Captain ist es ja, Bunny Coven. Genau. Der kurz vor seiner Rente sozusagen steht, so ein alte klassische Trop irgendwie. Ja. Ja, aber nicht so klischee-mäßig ausgebaut. Er steht kurz vor der Rente und fragt sich, er fährt dann auch einen Abend, das ist super geil, irgendwie durch seinen Hood und guckt sich an und sagt, ich habe eigentlich nichts verbessert. Ja? Er wird dann sogar selbst von so einem kleinen Drogenjungen angesprochen, aber Drogen kaufen will, obwohl er mit seinem Polizeiauto dadurch will. Und er zeigt ihm seine Polizei mit, so einem kleinen geil. Jungen ist einfach scheißegal und er dreht irgendwie das Polizeiradio auf und der so, yeah, you want anything? You want anything? Oder, das ist aber auch, get the fuck off. Das ist aber auch so eine geile Figur, die kommt ja öfter mal vor, die immer so als ein bisschen doof beschrieben bezeichnet wird. Der wird auch nochmal verarscht von zwei anderen. Ja, von genau. Aber auch gerade wieder das Schöne, selbst die kleinen Figur, die vielleicht nur 3-4 Szenen über 5 Staffeln hat, hat irgendwie einen Charakter. Und er ist auch wieder irgendwie sympathisch. Ja, ne? Er ist zwar voll der Mega-Trottel, aber irgendwie so, man freut sich immer, wenn man sieht. Ja. Und was Barney Coven dann über diese dritte Staffel versucht zu machen, dieser Captain, ist, er sagt, ja, das bringt doch nichts. Ey, dieses ganze Drogengeschäft, das bringt uns halt nur die Morde, hohe Crime Rate, ja, hohe Kriminalität. Bringt es wirklich was wir hier machen? Nämlich irgendwie ständig zu den Cornerboys hinfahren, die verhaften. Aber im Endeffekt, und das ist ja auch ein großes Thema von David Simon, trifft es nie die Großen. Ne? Genau. Nur die Kleinen, die Pawns, so die Bauern. Ja. Es gibt ja in der ersten Staffel diese Analogie zum Schach. Ja? Genau. So die Bauern, die sterben schnell, aber den König oder die Königin, die nimmt man eigentlich so gut wie nie gefangen. Ja, weil sie auch immer mit der falschen Herangehensweise quasi drauf zugehen. Es gibt dieses schöne Buy-Bust, also die
Polizeibosse, die fordern immer nur schnelle Verhaftung quasi, ja. Dass sie in ihrer Statistik schreiben können, so, wir haben den und den verhaftet und fertig. Und was sie nicht sehen, also dass eben ganze Wohnviertel verelenden, dass es halt, dass es No-Go-Areas gibt mitten in der Downtown, in der Stadt von Baltimore, das sehen sie gar nicht, weil das taucht nirgends in ihrer Statistik auf. Mhm. Sie sehen nur, okay, hier hat jemand irgendwie Drogen gedealt, und deswegen müssen wir den jetzt verhaften. Und dann ist es ihnen auch egal, ob diese Organisation zersprengt wird oder nicht, sondern sie wollen einfach nur am besten ein paar Mid-Level oder Low-Level-Drug-Dealers irgendwie verhaften. Und dann gibt es auch nochmal so einen schönen Spruch, irgendwie Coke on the table. Also wir brauchen irgendwie jetzt so und so viel Drogen, die wir auf den Tisch legen können, dazu noch ein paar Waffen, mit ein paar Waffen drapieren, und dann können wir schöne Fotos für die Presse machen, und dann heißt es wieder, ja, ihr habt was Tolles gemacht, ihr habt so den Drogenhandel durchbrochen quasi. Genau, also das ganze System ist so kaputt, dass immer nur jeder nach seinem eigenen Vorteil schaut. So, ja. Politiker schauen nach dem, die Polizisten nach dem, aber niemand guckt so auf das große Ganze. Und, genau, aber das ist auch... Also es schaut jeder nach seinem Vorteil, oder vielleicht auch einfach versucht jeder irgendwie am Leben zu bleiben oder seine Stellung zu wahren. Also er versucht irgendwie auf dem Level zu bleiben. Niemand will wieder zurück irgendwo hin, sondern jeder hat Angst vor dem sozialen Abstieg. Und es ist nicht mal die Schuld dieser einzelnen Individuen, dass sie das versuchen, sondern es wird ihnen halt quasi so vorgebetet von den Institutionen, denen sie quasi dienen. Ja, genau. Also meistens sind die Leute, die ganz oben sitzen, die am stärksten, ja, wir haben Rawls irgendwie in der dritten Staffel als Polizei, ja. Was ist er, Major dann? Er ist Major von der Homicide Division. Genau, ja. Also von der Mordkommission. Halt wirklich der ist, der am härtesten mit dem Daumen drauf geht und dem eigentlich gute Polizeiarbeit scheißegal ist, ja. Der ist froh, dass er Major ist. Aber weil er halt auch wieder Druck von seinem Polizeichef Burrell kriegt. Und dann gibt es auch diesen schönen Spruch, shit rolls downhill, money goes up. Ja. Also von oben kommt irgendwie immer nur, wird immer nur nach unten getreten. Und genau, auch die Chain of Command, auch so ein ganz großes Ding bei David Simon, was er natürlich auch mit Generation Kill krass ausgebreitet hat. Ne? Genau. Also was bringt es, in der Demokratie zu leben, aber wenn wir eigentlich immer nur die wenn wir immer die nur Chain nach oben Command buckeln müssen und quasi befolgen. Ja. Genau, und was Bunny Colvin, um das mal zu Ende zu bringen, versucht, ist halt zu sagen, was können wir machen, ja, das bringt doch nichts, ja, dieses rein immer kleine Low-Level-Dealer und so festnehmen, da versucht er so, auf illegale Weise sozusagen so eine Free-Zone in Baltimore einzurichten, wo Drogen dann legal werden. Mhm. Und hat damit auch muss es natürlich im Rücken seiner Vorgesetzten machen, weil das nie durchgehen würde bei denen, ja. Es läuft alles geheim ab, und das Schöne ist aber dann ja auch wieder, dass er wieder seinen Einfluss nutzt, um bei seinen Untergebenen quasi diese Idee durchzudrücken, weil es gibt ein paar, die sagen irgendwie, nein, das können wir auf keinen Fall machen, wenn das rausfliegt, dann verlieren wir alle unsere Jobs, und er sagt ja, wir verlieren auch unseren Respekt irgendwie, ne? Wir wollen, was soll denn das jetzt, wir können den Dealern da auf der Straße nicht mehr sagen, dass sie nicht dealen, will. Manche denken halt nicht weiter, das ist auch geil, es gibt dieses, in dem Fall dann Herc und so, ne? Die sagen, ja, ist doch scheiße, ja, wir machen das hier seit Jahren, das muss halt so sein, ja. Drogen können nicht legal sein, und dann Carver ist, glaube ich, in der Staffel dann auch schon so ein bisschen so weit, dass er sagt, halt seinen Chef unbedingt unterstützen, und er kommt ja auch dann zu einer Szene, wo ein Mord passiert, quasi innerhalb dieser Free Zone. Was eigentlich nicht passieren soll, das ist so die Abmachung. Was nicht passieren soll, weil quasi dann die ganze Aufmerksamkeit auf dieses Projekt fällt, und das darf ja nicht publik werden. Und dann schleppt er irgendwie auch fragt er sein Kumpel Herc, ob sie zusammen die Leiche aus der Freezone irgendwie schleppen können. Und Herc, das ist dann quasi zu viel für Herc. Und dann quasi. Ich glaube, er gibt es an einen Reporter weiter. Er ruft dann die Baltimore Sun an und dann fliegt halt alles auf. Und das Krasse ist ja, dass dieses Projekt wirklich Erfolg hat. Also bekommt den schönen Namen Hamsterdam. Hamsterdam, ja. Irgendwie, weil die Kids nicht, irgendjemand nennt es so wie Amsterdam, genau. Aber sie verstehen es falsch, weil sie gar nicht wissen, was Amsterdam ist. I am going to know Hamsterdam. Ja, und dann heißt es halt einfach Hamsterdam. Also super. Und es hat halt mega Erfolg. Also Bunny Colvin, dieser Police Captain, der merkt halt, dass die Kriminalitätsrate in den übrigen Distrikten, wo vorher die Drogen gedealt wurden, also die sind jetzt total clean sind quasi, und dass die Kriminalitätsraten rapide sinken. Und
fängt dann wirklich an, da auch soziale Projekte durchzuführen. Also er kriegt irgendwie so Kirchenvertreter mit ins Boot, er kriegt so Sozialarbeiter mit ins Boot. Weil ich das ja auch gut fand. Es ist ja nicht so, dass dann auf einmal Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern es gibt ja diese Szene, wo Bubbles, wir kommen noch, im nächsten Punkt will ich gleich auf die unsere Lieblingsfiguren, aber das ist ja ein großer Kandidat für auf jeden Fall. Bubbles ist ein Drogenabhängiger, den man auch über die gesamten 5 Staffeln begleitet, der halt viel auf der Straße rumhängt, ja, Drogen nimmt, nicht so wirklich weiterkommt mit seinem Leben und so weiter. Der läuft da durch dieses Hamsterdam und abends ist es dann schon ziemlich heftig. Es wird auch so ein dunkles Bild gezeichnet. Ja, Leute hauen sich Überdosen rein, es kommt zu Prügeleien, es ist überall Drogen und Scheiße. Prostitution. Ohne aber, ja, das finde ich halt gut. Es wird dann nicht nur einfach nur gesagt, ja, das ist jetzt super, ne? Jetzt haben die da so eine Zone, wo sie alles machen können. Ja. Aber genau, wie du sagst, dann kommen halt auch Sachen, die man machen kann. So soziale Aspekte mit rein. Da kommen, wie sagt man, also Condom Distribution, so. Dass halt eben die Prostitution, die stattfindet, die würde natürlich auch irgendwo anders stattfinden, also dass eben verhütet wird und dass halt eben irgendwie so, ja, soziale Aufklärung stattfindet, dass zum Beispiel saubere Nadeln verteilt werden für die Junkies. Also das, was du ja auch in Deutschland hast, wo du halt irgendwie so ganz stark abhängige, Heroinabhängige denen irgendwie einen Raum gibst, wo sie halt wirklich dann mit sauberem Gerät sich zwar die Drogen zuführen können, aber halt eben nicht dann an irgendwas sterben, an irgendeiner Infektion sterben durch verunreinigte Nadeln oder sowas. Genau, also es geht dann eigentlich so weit, ich muss jetzt nicht zu viel inhaltlich da schon verraten, aber eigentlich geht es halt so. Das Geile ist halt, dass es ist ja auch eine Sache, die weltweit diskutiert wird, ne? Wie geht man mit Drogen um und mit dem Verbot und so weiter, was nie so wirklich was bringt, ey. Man muss sich jetzt nur mal irgendwelche Statistiken von Mexiko oder so angucken, wo so viele Leute umkommen, nur weil Drogen in den USA illegal sind, ja, was alles passieren könnte, wenn man es vielleicht ein bisschen anders machen würde. Und das versucht er halt. Und er fliegt halt im Endeffekt dann auch wieder auf die Fresse, ne? Klar. Also er fliegt ziemlich stark auf die Fresse, ja. Also das Lustige ist ja auch, dass... Aber sowas habe ich halt auch nie in der... Und das nochmal zum Unterschied zu so einer normalen Cop-Serie oder so zu kommen, ne? Also was da alles reinfließt, sowas siehst du halt nicht in der anderen Serie, ja. Ja, also... Geht nicht darum, dass ich glaube... Ich weiß nicht, ob ein Polizist in dieser Serie jemals seine Knarre abfeuert. Ich glaube nicht. In The Wire. Ja, doch, Press Belusky. Einmal in die Wand. Ja. Einmal in die Wand und einmal erschießt er ja leider einen Kollegen von sich. Und, ja, aber gut. Es ist halt auch wieder bezeichnend, dass halt viele einzelne Individuen, die von diesem Projekt, von diesem Hamsterland mitbekommen, es gut finden und gutheißen, auch zufrieden sind mit den Ergebnissen. Aber als sie dann wirklich herausfinden, was dahinter steckt, ist halt eben die Empörung groß, weil jeder weiß, wenn ich mich jetzt nicht darüber empöre in diversen Institutionen, dann werde ich, dann verliere ich quasi meine Stellung, dann verliere ich meinen Job, dann verliere ich irgendwie, also alles, für was ich bisher gearbeitet habe. Ja, das System ist so festgefahren, ne? Die Leute, die versuchen auszubrechen, fliegen eigentlich fast immer auf die Fresse. Ja. Weil eben nicht alle an einem Strang ziehen sozusagen. Das System ist so stark, irgendwann holt es die Leute wieder rein oder die Leute fliegen halt komplett raus. Ne? Genau. Aber aufgebrochen wird es eigentlich nie. Nee. Das ist das Geile. Oder das nicht so Geile. Es ist realitätsnah. Ja, das ist halt einfach, am Ende der Serie ist alles wieder, wie es vorher war. Nur sind extrem viele Leute irgendwie gestorben und niemand hat irgendwas erreicht. Ja. Und das ist halt irgendwie so das traurige Bild. Ich glaube, es gibt in der ersten Staffel sogar schon den Satz von McNulty, einer der Polizisten, der sagt, das ist doch scheiße mit diesem Drogenhandel, könnt ihr das nicht wie jeder andere, die verkaufen, ja, Autos werden auch verkauft, ja, Lebensmittel verkauft, da bringt sich niemand um, warum müsst ihr euch umbringen? Das sagt sogar D'Angelo, das sagt sogar einer der Drogenhändler. Ah, es ist D'Angelo, ja. Genau, der fragt sich halt einfach irgendwie, ja, wieso können wir nicht, alles andere auf der Welt wird irgendwie verkauft, ohne Blut zu vergießen, warum können wir nicht auch einfach Drogen verkaufen? Und das ist ja auch ein Gedanke, der dann lustigerweise von einem der Drogenbosse, Stringer Bell, später wieder aufgenommen wird. Ja. Der will dann irgendwie in der späteren Staffel, also erstmal... Das ist ja auch ein großer Teil der dritten, das habe ich jetzt so gar nicht angesprochen, dass er versucht, den Drogenhandel so ein bisschen zu ökonomisieren, weniger brutal zu gestalten, einfach weil er mehr Kohle machen will. Ja, also er will ja, sein Masterplan ist ja quasi aus diesem ganzen Drogenhandel rauszukommen und ein legitimate Businessman zu werden. Ja, Immobilien so und so. Genau. Ja. Und dann schreckt er auch nicht davor zurück, dafür irgendwelche
irgendwelche Bestechungsgelder zu zahlen und versucht irgendwelche Politiker in die Tasche, denen in die Tasche zu wirtschaften und fliegt dabei selbst sehr stark auf die Fresse. Aber Stringer Bell ist halt auch eigentlich ein Hüter dieser Institution, aber er versucht auch so ein bisschen das aufzubrechen. Er geht zum Beispiel ans Community College, also an die Volkshochschule und geht da in Volkswirtschaftskurse und versucht dann irgendwie sein Wissen aus diesen VWL-Kursen auf die Straßen Drogenhandel zu übertragen. Ich finde auch, ich glaube, es war jetzt auch eine Folge, die ich geguckt habe, nochmal so auf die Vorbereitungen. Da macht er Stringer Bell, gespielt von Idris Elba, das ist einer der wenigen, den man wahrscheinlich gerade danach dann jetzt viel stärker kennengelernt hat. Ja. Jetzt bei Pacific Rim mitgespielt, spielt Mandela und so weiter. Mhm. Er hat da so eine Sitzung mit seinen Corner Boys, ja, das sind die Jungs, die irgendwie Drogen verkaufen an der Ecke. Robert's Rules of Discussion. Genau, und er baut das so wie so ein altenglische... Wie so eine Parlamentssitzung auf. Man muss die Hand heben, wenn man was sagen will. Und es gibt, da muss man aufstehen. Und der das Wort hat, darf auch nicht unterbrochen werden und so weiter. Und dann fährt er einmal so aus der Haut, dann wird er unterbrochen und dann hält es ihn aber quasi selbst nicht mehr. Dann obwohl dann seine Nummer 2 sagt dann so, ey... Ja. Aber jetzt müssen wir uns schon dran halten, ne? Was ihr gesagt habt. Aber es ist geil. Also wieder auch eine Sache, die würdest du nirgends woanders sehen. Die ist vielleicht jetzt auch nicht so passiert im wirklichen Leben, aber die nimmt man den Figuren auch extrem ab. Das ist halt einfach eine super Story, ne? Also ich meine, es ist eine unglaublich interessante Charakterbildung, wenn du sagst, so ein Drogengangster, der wahrscheinlich schon irgendwie zig Morde auf dem Gewissen hat, der versucht jetzt irgendwie aus diesem ganzen Zyklus auszubrechen und geht jetzt einfach an die Uni und will irgendwie das alles übertragen. Und er versucht ja auch so ein bisschen, er versucht ja später auch diesen Co-op zu bilden, also mit anderen Drogendealern und will halt einfach das Territorium unter sich aufteilen und sie sollen alle die gleichen Drogen bekommen und dann kann jeder einfach Geld verdienen, ohne dass Blut vergossen wird. Genau. Und Avon, sein Partner eigentlich, er ist halt eher so der Oldschool-Gangster und es geht ihm auch viel um Ehre und so weiter. Sein Territorium, das er quasi blutig erkämpft hat, das will er halt auch halten. Und er will keine anderen Crews und auch vor allem nicht von der fucking Westside. von der Eastside. Oder von der Eastside, genau. Er ist Westside. Proposition Joe ist von der Eastside und er ist von der Westside. Er ist quasi der Hüter dieser Institution Drogenhandel und Idris Elba, Stringer Bell, versucht da irgendwie auch auszubrechen. Und das zieht sich einfach durch alles. Das ist super. Da würde ich sagen, wir sind jetzt schon so bei den Figuren drin. Ich sage jetzt nur noch ein, zwei Sätze zu den, weil ich gesagt habe, Staffel 3 und 4 sind meine Lieblingsstaffeln. 3 haben wir jetzt ausführlich drüber gesprochen. 4 geht es um das Schulsystem, was ich da geil fand. Da habe ich am Anfang gesagt, boah, jetzt führen die nochmal so eine Reihe neuer Figuren ein. Da werden so ein paar Jungs eingeführt, die so 7., 8. Klasse oder sowas sind. Genau, sie kommen in die 8. Klasse. Und ich dachte so, eigentlich habe ich jetzt mit den Leuten, die da sind ja irgendwie 30 Figuren schon. Da habe ich doch genug, da will ich jetzt gar nicht so, aber das hat dann so geil funktioniert. Nach 2 Staffeln habe ich gesagt, geil, das passt so perfekt und es geht einfach perfekt weiter. Also deswegen fand ich Staffel 3 und 4, 4 geht es dann halt darum, wie werden diese Kids eigentlich zu den Corner-Kids, die wir vorher schon so oft gesehen haben, die noch so 2, 3 Jahre älter sind. Also was läuft schief im Schulsystem? Ich meine, das kann man sich eigentlich hier in Deutschland kaum vorstellen. Ich meine, das staatliche Schulsystem in Deutschland ist immer noch relativ gut. Also ich kenne jetzt wenige Leute, die irgendwie auf eine Privatschule gegangen sind. Ja, wir wahrscheinlich auch nicht. Ja. Man geht in der Regel einfach ganz normal auf die Schule für Umme. Ja? Man muss nichts zahlen. Und in den USA ist es halt so, sobald du eigentlich Kohle hast, zahlst du für eine Privatschule. Und dementsprechend sind die staatlichen Schulen auch völlig unterfinanziert. Mhm. Und heruntergekommen. Ja, heruntergekommen. Und die Kids haben oft, und das ist sehr geil erzählt, nicht aus verschiedenen Gründen nicht die Möglichkeit, irgendwas Richtiges zu machen. Und die haben auch überhaupt keine Perspektive. Ja. Und dann geht es darum, wie halt eben diese Jungs von der Schulklasse dann so langsam auf die Straße getrieben werden, ne? Wo sie dann so sagen, ich brauche keinen Schulabschluss, das bringt mir eh nichts. Ja, weil sie auch keine anderen Vorbilder haben und weil ihre Lehrer überfordert sind. Da haben wir auch eine sehr schöne Storyline, dass ein Polizist, der am Anfang als völlig unfähiger Bulle eingeführt wurde, der nur dank seines einflussreichen Schwiegervaters, der irgendwie Captain in einem anderen District ist, da Karriere machen konnte, aber der halt, sobald er irgendwie das Büro verlässt, nur Scheiße baut. Und der am Ende der 3. Staffel kommt es eben so weit, dass er aus dem Polizeidienst entlassen wird und muss sich eine neue Karriere suchen und will halt eben
Lehrer werden. Und er wird dann halt wirklich so wie, also wirklich so krass ins kalte Wasser geworfen. Er ist so Fish out of water und kommt halt einfach als so. Als Weißer, ne, in der Schule, wo Weißer hauptsächlich schwarze Kids sind. In so eine inner City School, wo wirklich wahrscheinlich 90% oder wahrscheinlich 100% irgendwie schwarze Kinder unterwegs sind. Und wird dann wirklich einfach nur, also bei lebendigem Leibe quasi aufgefressen. Ja. Aber schafft es dann irgendwie durch seine Beständigkeit und dadurch, dass er halt wirklich Motivation hat und in den Kindern irgendwie was entdeckt, schafft er es, zu bestimmten Kindern Zugang zu finden, was aber dann, sobald quasi sie außerhalb seines Einflussbereichs sind, wieder komplett auf den Kopf gestellt werden. Mhm. Also er hat wirklich eine gute Beziehung zu so einem Jungen, der ein Waise ist oder dessen Mutter, glaube ich, drogenabhängig ist und zu der ist nicht mehr... Dookie, meine ich. Dookie, ja, ja. Genau. Und dann versucht er ihm ja auch wirklich zu helfen und ach, die Story von Dookie ist einfach auch so herzzerbrechend. Also er landet dann einfach am Ende auch auf der Straße und ja. Ja, niemand kann ihm quasi helfen. Sehr, also das sehr bitter. Also wer sich auf die Serie einlässt, jetzt nach dem Podcast, die noch nicht gesehen hat, muss man echt mit bitteren Momenten umgehen. Es gibt unglaublich viele aber wirklich bittere Momente. Aber auch sehr viele humorvolle Momente. Vielleicht kommen wir noch drauf. Ja. Ich sage immer, da kommen wir alles noch hin. Das kann sich nur noch um Stunden handeln. Ja. Genau, fünfte Staffel, um es kurz abzuschließen, ist dann mehr, kommt der Journalismus nochmal mit ins Spiel. Genau. Ja, ich würde sagen, wir gehen trotzdem noch mal einen Schritt weiter, bevor wir die Staffel jetzt noch komplett auseinandernehmen. Ja. Aber ja, man kann grob. Wir können ja vielleicht einfach mal die Institutionen zusammenfassen. Ich habe sie mal aufgeschrieben. Also die Institutionen, die betrachtet werden quasi innerhalb dieser fünf Staffeln, das ist einmal die Strafverfolgung, der Drogenhandel, die amerikanische Arbeiterklasse, zu einem gewissen Teil auch Konzerne oder, ja, sagen wir mal, das kapitalistische System. Stimmt, im Allgemeinen. Ja, so ein bisschen Immobilien, Sachen. Genau, also Politik, Korruption, Schule und Medien. Also Das sind so die Institutionen, die ja uns allen quasi täglich in unserem Leben begegnen. Ja. Und deswegen ist es auch wenn ich auch für Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, einfach eine zeitlose Geschichte, die nicht nur nach Baltimore passt, sondern in alle postkapitalistischen Gesellschaften quasi. Die ist jetzt immer noch genauso aktuell wie halt eben vor ein paar Jahren, vielleicht noch aktueller, ja. Also, ja. Deswegen kann man das auch immer wieder gucken. Ja. Also ihr merkt schon, das ist krass, wir reden jetzt über die Serie schon über eine Stunde, ohne halt echt ins Detail zu gehen. Haben wir schon ein paar Charaktere irgendwie angesprochen? Kaum, ja. Da will ich jetzt auch zu kommen. Nächste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, was zeichnet erstmal das Casting von The Wire vielleicht aus? Und haben wir Lieblingsfiguren? Ich würde ein paar Sätze zum Casting sagen. Du hast ja vorhin schon gesagt, oder wir kamen auch schon drauf mit, ja, fast keine Emmy-Nominierung, kaum was gewonnen und so weiter. Und böse Zungen behaupten, das liegt daran, dass da eben zu wenige weiße Figuren drin sind. Ja. Auch wieder eine Sache, wo die Serie sehr an der Realität sich festgehalten hat und gesagt hat, scheiß drauf. Es gibt wahrscheinlich kaum eine Dramaserie, die so stark von schwarzen Figuren dominiert ist. Einfach, weil man sich an der Realität orientiert und sagt, ja, in Baltimore leben halt hauptsächlich Schwarze. Ja gut, und nicht nur in Baltimore, sondern in diesen Elendsvierteln. Ja. Oder ich meine, Elendsviertel ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber wirklich in diesen Inner City Neighborhoods, wo halt wirklich alles irgendwie verfällt, wo auch sich keiner mehr drum kümmert, also keine richtige politische Repräsentation herrscht, wo die Infrastruktur brach liegt. Ich meine, allein die Darstellung der Schule oder des Umfeldes, Kinder, die in irgendwelchen Müllhalden spielen oder mit irgendwelchen, keine Ahnung, also zerbrochenen Scherben spielen. Das ist echt eine harte Nummer, das kann man sich teilweise gar nicht vorstellen. Und ich meine, du warst auch schon in den USA, ich war jetzt auch kürzlich erst und ich war jetzt nicht in Baltimore oder so, aber auch in L.A. habe ich auch schon Viertel so mitbekommen. Das ist schon heftig, ja. Also da schotten sich die Leute voneinander ab. In den USA wird ja gerne auf die Steuern geschimpft. Leute wollen alle möglichst wenig Steuern bezahlen, aber dementsprechend sind halt auch manche staatlichen Sachen überhaupt nicht gefördert, ja. Infrastruktur ist teilweise schlecht. Klar, ich meine, die Steuern in den USA sind ja auch lächerlich niedrig, wenn man mal. Ja. Aber dann hast du halt auch das ist halt auch einfach das Ergebnis. Ich meine, jeder soll nur für sich sorgen, ne? Genau, also die Republikaner, die
die The Politics Podcast. Ja. Die proklamieren natürlich immer, ja, weniger smaller government und weniger Regierung, und die greifen unser Leben ein, die greifen unsere Freiheit an und so. Und natürlich, für sie ist es egal, weil ihr Wählerklientel kann sich leisten, irgendwie die eigene Straße vor der Haustür irgendwie sanieren zu lassen. Aber die Leute, die wirklich keine Kohle haben und die wirklich arm dran sind, die müssen dann in solchen Elendsvierteln irgendwie vor sich hin vegetieren. Genau, in Wire geht es ja vor allem darum, dass man es halt nicht schafft, da rauszukommen, so ja. sehr man es auch versucht. Ja. Aber nochmal zum Cast zurück. Also ja, viele schwarze Darsteller, was erstmal ungewöhnlich ist, weil man sonst vielleicht, ja, das Publikum ist, geht man davon aus, hauptsächlich weiß und kann man das machen und bla bla bla. Ja, man konnte es offensichtlich machen und es funktioniert halt perfekt. Es musste halt nachher so sein. Ja, aber ja, Zahlen haben wohl nicht dafür gesorgt. Also da haben mich auch diese Emmy-Zahlen echt geschockt, weil könnte man wirklich davon ausgehen. Also, ja, es wurde ein bisschen vernachlässigt, vielleicht von den hauptsächlich auch weißen Leuten, die dafür verantwortlich sind, diese Preise zu vergeben. Ja, das ist natürlich schon ein bisschen traurig. Geil ist aber auch, was man halt für Leute genommen hat. Man hat überhaupt keine bekannten Schauspieler erstmal genommen. Versucht, relativ unbekannte Gesichter zu nehmen. Und es ist eine geile Mischung aus professionellen Darstellern und Laiendarstellern. Das heißt, wir haben so jemanden wie Idris Elba, der aus England kommt und da aber so ein Baltimore Original Gangster spielt und das halt perfekt macht. Oder Dominic West ist, glaube ich, auch ein Engländer, der McNulty spielt. Da hat man einfach versucht, die Leute möglichst passend vom Gesicht her zu besetzen, auch wenn die jetzt vielleicht nicht aus Baltimore kamen und vielleicht sich auch nicht mit der Gegend so auskennen oder so. Und auf der anderen Seite hat man das versucht auszugleichen mit so kleine Rollen, werden dann von Leuten, die wirklich aus Baltimore kommen und da vielleicht aufgewachsen sind, die vorher gar keine Schauspieler waren, verkörpert. Aber und das macht dann nochmal diesen Realismus aus. Extrem geil. Man denkt so, ey, was sind das für Leute? Die siehst du auch sonst nicht im Fernsehen. Ich sage nur irgendwie Snoop Pearson. Ist ein bestes Beispiel. Es ist ein Mädel, die quasi ein professioneller Killer ist für so eine Drogengang. Und auch tatsächlich im echten Leben, glaube ich, mit 16 oder so jemanden umgebracht hat und dann im Knast war und so weiter. Und sie wurde einfach so am Set entdeckt, wenn ich mich nicht täusche. Also, das kann gut sein. Sie war ein Kumpel, glaube ich, sogar von Michael K. Williams, der Omar spielt. Ja. Und er ist wirklich aus Baltimore. Und er kannte sie irgendwie. Und am Set hat sie ihn besucht und hat dann einfach mal so salopp gesagt die Fresse aufgemacht. Und dann hat irgendein Regisseur oder vielleicht war es sogar David Simon selbst, hat ihr irgendwie zugehört und hat gemeint, die Frau brauche ich unbedingt in meiner Serie. So. Und es kriegt dann auch im Laufe der Zeit immer ein bisschen mehr zu tun. Also sie kommt, sie taucht in der dritten Staffel das erste Mal auf und also ich glaube, wie ich sie das erste Mal gehört habe, ich habe einfach nicht verstanden, was sie gesagt hat, weil sie hat den härtesten Slang, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Extrem, also wenn man jetzt irgendwie sich vorstellt, man ist Amerikaner, man hat irgendwie in der Schule 3 Jahre Deutsch gelernt und dann kommt man ins tiefste Bayern und versucht da irgendwie was zu verstehen. So ähnlich ist das. Und ich habe auch ehrlich gesagt lang nicht gewusst, ob das ein Mädel ist oder ein Typ. Ja, sie hat sowas. Sie hatte was sehr Buschikoses, ne? Und sehr hat männliches, immer so weite Klamotten sie an. Passt sich, was den Style angeht, natürlich an ihre Umgebung an, hängt eigentlich nur mit Jungs rum. Und ja, sieht halt aus wie so ein Straßengangster, ne? Und Und das. Also da gibt es auch viele andere schöne Beispiele dafür. Also auch bei den Charakteren wurde es ja erstmal so gemacht, dass viel aus der Realität, aus der Lebensrealität von Ed Burns und David Simon genommen wurde. Also zum Beispiel McNulty basiert so ein bisschen auf Ed Burns. Omar basiert auf einem wirklichen wahren Stick-Up-Artist, den es wirklich gab zu der Zeit. Also der ist auch quasi der Realität entlehnt, diese Figur. Dann gibt es Barksdale, glaube ich, auch. Ne? Also der genau, Kingpin. Avon Barksdale basiert auf einer, auf dem wahren Melvin Williams, hieß der. Der auch mitspielt. Und der tatsächlich mitspielt in der Serie. Was der super ist geil dann, ist. Ja, das ist der Pastor, ne? Oder der Pater oder sowas. Ja, ne? so ein Kirchensozialtyp. Kirchensozialarbeiter, genau. Der taucht nicht oft auf, aber du guckst die Serie und danach liest du dir die Facts durch und denkst so, was, wirklich? Das war irgendwie so, der war jetzt 20 Jahre im Knast gesessen. Ja, und dann spielt er halt einfach mal bei The Wire mit. Das ist und macht es auch wirklich gut. Ne? Ja, extrem geil. Jetzt müssen wir echt mal auf ein paar Figuren, weil wir haben jetzt so viel über Themen und Themenkomplexe und so gesprochen, auf ein paar, weil die Serie lebt ja nicht, wie ich sag's dann gerne nochmal, das ist ja keine akademische Abhandlung von diesen Themen, auch wenn sie es jetzt manchmal hier so anhört. Ja. Die lebt ja extrem von diesen Figuren, die so geil gezeichnet sind, die aus allen. Okay, das Interessante ist erstmal, die Figuren kommen aus allen Bereichen. Ja? Wir haben einen, wie kann man das sagen?
niemand ist wichtiger als der andere. Ja, nur weil er jetzt irgendwie Polizist ist oder Staatsanwalt oder sonst irgendwas, ist er nicht wichtiger als der Cornerboy. Genau, also es wird vielen oftmals gleich viel Spielzeit zugestanden. Also auch, jetzt sagen wir mal, den Hauptcharakteren, das vielleicht dann auch 20 oder 30 Leute sind. Ja. Oder sagen wir mal 20 Leute. Und doch, ich habe auch, also im krassesten Fall hast du manchmal wirklich 30 Hauptfiguren in dieser Serie. Also, oder andersrum, man hat keine Hauptfigur in dieser Serie. Ja? Das ist dieses ganze Ensemble. Also du hast jetzt nicht wie in der anderen so diesen den Renegade Cop, der irgendwie gegen alle Widerstände sein Ding versucht durchzuboxen, sondern du hast zwar so eine Figur, aber die ist jetzt nicht wichtiger als irgendwie sein Vorgesetzter oder der Drogenboss oder der Cornerboy, sondern sie haben alle irgendwie es gibt keinen scheinenden Held und es gibt keinen super Schurken. So. Ja. Also das ist halt irgendwie auch das Faszinierende, dass du halt dass die Charaktere einfach so gleich behandelt werden und aber jeder eine eigene Faszination für sich entwickelt. Du hast eben schon Omar genannt. Ich meine, jetzt gehen wir mal kurz auf Lieblingsfiguren. Ich würde jetzt nicht unbedingt. Ja, es ist halt, also ich finde es extrem schwer. Also ich meine, wir könnten theoretisch auch einfach so ein bisschen erzählen, welche Figuren halt vorkommen. Einfach zu jedem irgendwie 2-3 Sätze verlieren. Ja, das, oder, ob wir das schaffen. Also wir können ja mal oder, so oder wir machen Lieblingsfiguren. Wir machen also die Lieblings-slash-wichtigsten Figuren. Ja? Ja. Du hast eben schon Omar, Stick-Up-Artist. Vielleicht denkt jetzt auch wieder jemand, was geht da überhaupt ab? Keine Ahnung, mir war der Job jetzt auch nicht bekannt, wirklich, bevor ich diese Serie gesehen habe, jetzt so direkt nicht. Also I rob drug dealers. Ja, so sieht's aus. Omar wird gespielt von Michael K. Williams, vielleicht noch einer der bekannteren Darsteller. Ja, der jetzt auch bei Boardwalk Empire, also die Leute kennen ihn jetzt mittlerweile, Boardwalk Empire mitspielt. Genau, Community hat so einen kleinen Arc gehabt. In ein paar Staffel. Filme, oder? Gesehen. The Road. Ah, The Road dabei. Das ist. Auf jeden Fall spielt er Omar Little, oder? Heißt genau, Omar Little. Und der ist halt auch eine ganz geile Figur, wird auch komplett über die komplette Serie quasi seine Geschichte erzählt. Richtig geil. Der ist auch in diesem Drogenmilieu involviert, aber er will zu keiner Seite so richtig angehören und macht so sein eigenes Ding. Und er ist Independent Contractor. Genau, sozusagen. Und, er ist der Traum, feuchte Traum eines jeden Republikaners wahrscheinlich. Er ist vollkommen von sich allein gestellt und braucht keine Hilfe irgendwelcher staatlichen Institutionen. Er braucht nur seine Shotgun. Und er raubt die Drogendealer aus und er verkauft dann die Drogen an wen auch immer, wer sie haben will. Ja, teilweise sogar an die Drogendealer wieder zurück. Wieder zurück, ja. Es ist halt ein extrem gefährliches Geschäft. Ja. Er könnte ja auch einfach Drogendealer sein, da würde er fast ein bisschen länger, ein bisschen sicherer leben wahrscheinlich, weil er dann Schutz hätte von anderen Leuten. Aber er hat sich zur Aufgabe gemacht, einfach so ein Lone Wolf zu sein. Und das ist so eine abgefahrene Figur. Ja, hat so einen Ruf in der Stadt, dass immer, wenn alle er irgendwo lang geht, die Leute so, Omar be coming. Und pfeifen. Und, Und er pfeift ja auch immer so Kinderlieder. Ne? Stimmt, wenn er kommt. Genau. Ja, das ist so teilweise so bizarre Bilder, wenn er dann mit so einer schutzsicheren Weste und einer Pumpgun durch die Straßen einfach läuft. So mitten am helllichten Tag. Ja, mitten am helllichten Tag und auf die Leute links und rechts weglaufen. Ja. Und hat so einen Respekt vor ihm. Und teilweise muss er nur an die Verstecke der Drogendealer anklopfen und sie schmeißen ihm schon das Dope vor die. Ich glaube, es gibt auch so eine geile Szene, wo er morgens nur was einkaufen geht, weil er keine Fruit Loops mehr hat, sozusagen. Honey Nut, sehr schön. Und sich dann an eine Wand stellt und eine Kippe raucht, so auf der Straße, und dann auf einmal neben ihm so ein Sack Drogen aus dem Fenster geworfen wird. Weil er hat auch nur seine Pyjamas an und hat aber die fette Gun irgendwie hinten drin stecken. Nee, er legt die Gun vorher weg, weil er hat nur seinen Bademantel an. Er findet keinen findet, Platz zum Wegstecken. Genau, und denkt sich so, ah fuck, ich kann jetzt auch mal 2 Minuten ohne Knarre vor die Tür gehen. Und dann passiert halt das Wahnsinn. Ja. Und so eine Situation funktioniert halt auch nur in Staffel 3 oder 4, wenn du weißt, wer diese Figur ist, was sie für einen Ruf hat in der Stadt. Und das ist so geil aufgebaut, dass dann solche Szenen so gut funktionieren. Ja, ohne viele Worte. Das ist dann ein riesiger Payoff auch einfach. Ne? Also so, das ist auch wirklich eine Situation, wo du schmunzelst und dann überlegst du dir nochmal kurz, dass es so eine Figur wirklich gab. Also natürlich diese überhöhten Szenen, die kann natürlich keiner wissen, ob das wirklich passiert ist. Aber ja, du kannst es dir irgendwie vorstellen, dass es wirklich diese Figur gab und dass der einfach mit seiner Shotgun rumgelaufen ist und dass jeder mega Schiss vor ihm hatte. Ja.
Ja. Aber gleichzeitig, also als Zuschauer für uns noch eine ziemlich sympathische Figur ist. Er hat halt auch irgendwie seinen eigenen Code. Genau, der Code, ganz wichtig bei Omar. Ja. Er verfolgt gerade quasi. Code. Ja, genau. Also deswegen hat er auch so ein bisschen Respekt bei den Polizisten, die ihn natürlich auch alle kennen, die ihm auch immer wieder versuchen, irgendwie irgendwelche Morde nachzuweisen, weil sie wissen, er richtet seine Pistole auf jeden Fall. Also er hat ein paar Morde auf dem Gewissen, aber sie haben halt keine Beweise dafür. Aber vor allem gegen Drogendealer. Genau, das ist sein Code. Er richtet seine Pumpgun nur auf Leute innerhalb des Game. Ja. Also the game, stay the game, und alle innerhalb des Game, die sind quasi freiwillig für ihn. Aber alle außerhalb, da wird er niemals irgendwie seine Waffe auf jemanden richten oder auch Gewalt gegen jemanden ausüben. Genau, das ist halt eine Figur, die in dem Sinne jetzt wahrscheinlich auch im Blick von David Simon nicht so einen größeren Schaden anrichtet. Der hat sich mit der Situation angefangen. Er verbessert die Situation nicht, ja, nee. Aber er verschlechtert sie auch nicht, wie es vielleicht manche andere Leute tun. Oder er nutzt sie auch in dem Sinne nicht aus. Oder er nutzt auch Leute nicht aus. So ein bisschen ist er ja so eine Art Robin Hood-Gestalt, auch wenn er nicht den Armen unbedingt was zurückgibt. Aber teilweise. Teilweise, ne? Stimmt. Ja. Er hat ja auch teilweise ein paar so Associates und auch ein paar Bekannte, denen er dann auch mal irgendwie was zusteckt oder so. Und ja, also es ist wirklich eine sehr, sehr faszinierende Figur. Okay. Wir können noch ein, zwei Figuren ansprechen. Ich wüsste jetzt gar nicht meine Lieblingsfiguren. Also die besten Geschichten, da würde ich jetzt nochmal Bubbles reinwerfen. Ja? Also Bubbles ist ja auch so ein bisschen, willst du nochmal kurz erklären, wer er überhaupt ist? Oder? Ja, also ich habe vorhin schon kurz gesagt, er ist ein Drogenabhängiger. So erstmal einer, der Konsument ist, der halt quasi der Kunde ist von den Leuten, die auch am Anfang in der ersten Staffel so ein bisschen im Vordergrund stehen, die Leute, die nämlich eben an einem Drogenhandel verdienen. Die Corner Boys verkaufen eben an diese Typen, die da halt angeschlurft kommen. Ja. Und das ist auch echt extrem. Also habe ich auch eine Reportage in den USA gesehen, dass es wirklich nicht übertrieben ist. Ja. Da gibt es halt Leute, die halt auf der Straße leben, extrem drogenabhängig sind und die sehen halt dann auch so aus, er sieht halt extrem fertig aus. Und die Gewalt, die dann auch herrscht. Ne? Genau, die Gewalt. Sie versuchen ja eher und sein Kumpel. Jeden Tag muss er irgendwie darum kämpfen, seinen Hit zu bekommen, weil er nicht anders kann, weil er abhängig ist. Genau. Und setzt sich da unglaublicher Gefahr auch aus. Er und sein Kumpel, da gibt es eine schöne Story in der ersten Staffel, da versuchen sie Geldscheine irgendwie zu fälschen und kopieren die einfach nur so, ne? Auch nur auf einer Seite. Sein großartiger Trick ist es, einen echten Geldschein mit einem unechten Geldschein zusammen zu verwechseln und dann so ein bisschen Kaffee drüber und so, und die sind zwar weiß, money be green, motherfucker, und dann werden sie halt auch erwischt und werden halt einfach aufs Übelste verprügelt, und sein Kumpel, mit dem er immer abhängt, der kommt dann auch wirklich ins Krankenhaus und muss einen Katheter tragen und alles. Und er realisiert dann halt immer wieder so, okay, das ist einfach, er wird nicht lange leben, wenn er diesen Lebensstil quasi weiter fortführt. Und das ist halt auch so eine herzzerbrechende Geschichte, wenn halt Bubbles 5 Staffeln lang versucht, wirklich immer wieder versucht, auf die Beine zu kommen. Und er hat ja auch so ein bisschen Unterstützung von seiner Bekannten Kima Greggs, die bei der Polizei arbeitet und liefert ihr quasi Informationen. Und hilft ja auch irgendwie, die Verdächtigen zu identifizieren. Ja. Hat er auch so ein schönes Spiel mit seinem Hut. Das ist der rote Hut, den setzt er immer jemandem auf, den er halt identifizieren will. Und es ist halt wirklich eine der mitreißendsten Geschichten, weil er so ein grundherzensguter Mensch ist eigentlich. Und irgendwie einfach nicht aus dieser Drogensucht rauskommt. Ja, da haben wir auch wieder das Thema von einer Person, die versucht, aus dem System, in dem sie feststeckt, auszubrechen und es extremst schwer hat. Und es ist ja auch krass, weil zum Beispiel sein Kumpel, obwohl er heftig verprügelt wurde, ihm immer vorwirft, dass er halt ein Snitch ist, ein Verräter, nur weil er Informationen über Drogenhändler an die Polizei abgibt, was auch so ein bisschen gegen den Code der Straße ist. Ja, klar. Ja. Ich meine, auch sogar die Drogenabhängigen, die wirklich die ärmsten Schweine und die allerletzten in der Hackordnung sind, die haben selbst auch die haben irgendwie diesen Code, dass sie sagen, ja, sie werden niemanden verraten oder the game's the game und so weiter. Mhm. Und ja, aber ich meine, bei Bubbles ist eine der wenigen Figuren, bei dem man am Schluss wirklich auch ein bisschen dafür belohnt wird, dass man die ganze Zeit bei Seite geblieben ist quasi. Ja. Vielleicht jetzt mal, will ich noch mal ganz kurz auf eine komplett gegenteilige Figur sozusagen, weil wir jetzt immer von den Leuten gesprochen haben, die
versuchen auszubrechen, aber es nie so wirklich schaffen. Und in der dritten Staffel kommt Marlo Stanfield dazu, ein junger Drogendealer, der versucht, ja, quasi die alte Rangordnung so ein bisschen zu ändern. Und er will jetzt der Kingpin sein, nachdem es Avon ist, vorher gewesen ist Avon Barksdale. Und ich komme jetzt so drauf, weil das Krasse ist, dass wir dann halt die Leute haben, die so einem bestimmten Code folgen, wo alles, dadurch bleibt alles irgendwie ein bisschen gleich, es verbessert sich irgendwie nicht, ja. Alle machen so ihr Ding und Leute, die ausbrechen, werden zurückgerufen oder mit Gewalt irgendwie zurückgehalten. Und dann hast du jemanden wie Marlo Stanfield, der so einen Code nicht hat und dadurch alles nur noch viel, viel schlimmer macht. Weil er nämlich jemand ist, der, vielleicht können wir auch Stringer Bell damit reinbringen. Ja? Ich finde das so diese Geschichte so geil, dass Stringer Bell jemand ist, der versucht, natürlich auch aus eigenem Interesse die Gewalt einzudämmen des Drogenhandels. Ja, gespielt von Idris Elba, Stringer Bell, du hast schon gesagt, nimmt VWL-Kurse und sagt, wir müssen eigentlich diese Gewalt, das bringt halt nur die Cops und die Cops verhaften uns, da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Das kostet alles nur Geld, das bringt kein Geld. So. Genau. Und ich will es sicherer machen und das machen wir, indem wir zusammenarbeiten, weniger Gewalt, weniger Kämpfe um irgendwelche Straßenecken und so weiter. Und er ist eigentlich schon fast so weit, dass das ganz gut funktioniert. Ja. Und dann kommt dieser Marlo Stanfield, so ein junger Hund sozusagen daher. So ein junger, hungriger Kerl, Der irgendwie auch so ein bisschen den Turbokapitalisten des Systems repräsentiert. Ja. Der sagt, jo, ich will jetzt der King sein und so schnell wie es geht. Und wenn ich das mit Gewalt machen kann, dann mache ich das mit Gewalt. Das ist auch so eine Figur, die auch faszinierend ist, weil du merkst so richtig, es geht ihm gar nicht so wirklich um die Kohle, die er macht. Er scheffelt Millionen, aber er will einfach die Macht in Baltimore, auf Baltimores Straßen an sich reißen. Und das ist eine schöne Spiegelung zu Avon Barksdale, der genauso war. Und vielleicht ist Marlo Stanfield die radikalere Figur, Weiterentwicklung vielleicht sogar des Avon. Ich habe am Anfang nicht verstanden, warum diese Figur jetzt eingeführt wird, weil ich dachte, das hatten wir doch alles schon mit Avon. Was brauche ich jetzt nochmal, so einen Ober-Kingpin, den die versuchen jetzt irgendwie festzunehmen. Aber es hat es dann auf dieses neue Level gehoben. Und das ist halt echt die David Simon Kapitalismuskritik auch nicht so sonderlich versteckt, oder vielleicht auch. Ja. Ne? Also da muss man sich schon ein bisschen Gedanken drüber machen, warum das, glaube ich, ist. Ja. Aber im Endeffekt macht es dann Sinn, weil er diesen Turbo, dann einen Turbokapitalismus repräsentiert, wo dann nochmal alles eine Stufe härter ist. Ja, Avon ist auch so jemand, der kümmert sich noch so ein bisschen um seine Familie. Er schreckt vor wenig zurück. Aber er hat auch den Code. Er ist vielleicht ein bisschen anders als von anderen Leuten. Es sind ganz wenige Leute, auf die er sich verlässt und denen er auch quasi gegenüber denen er auch loyal ist. Mhm. Aber es ist schon so, Familie kommt als erstes und so weiter. Ja. Und Marlo, der schreckt halt auch zu keinem Zeitpunkt davor zurück, irgendwie die eigenen Leute zu opfern. Und auch wenn er nur einen Verdacht hat, am Ende hat er irgendwie einen Verdacht gegen einen neuen Rekruten und der wird dann auch gleich quasi sofort um die Ecke gebracht. Und ich würde sagen, die einzigen zwei Vertrauten, denen er wirklich vertraut, sind eben Snoop, über den wir vorhin schon mal geredet haben, und Chris Partlow. Ja. Auch eine super faszinierende Figur. Und ist auch krass, ne? Also wir haben gestern jetzt hier den Film The Wolf of Wall Street gesehen von Martin Scorsese, wo es natürlich thematisch auch darum ging, was passiert, wenn man der Gier und dem Geld verfällt und eigentlich auf alles andere scheißt, überhaupt keinen moralischen Bezugspunkt mehr hat. Ja. Und während, das finde ich, macht eine Serie wie The Wire, der hat natürlich deutlich mehr Zeit dafür, aber da kommt es thematisch eigentlich viel geiler rüber als jetzt weil es auch nicht so überzeichnet ist alles, ne? Ich meine, wir haben natürlich diese Turbokapitalisten in unserer Gesellschaft und diese Ellenbogenmenschen, die nicht nach links und nach rechts gucken. Und aber Marlo ist halt einfach so, er will das halt alles schnell, aber er ist halt auch ein Businessman und es wird wie ein Prozess gezeichnet, wie er dazu wird oder wie er dazu geworden ist. Und jetzt, wenn wir über den Film gestern sprechen, ich meine, da wird alles halt einfach so überzeichnet und wird einfach nur der Exzess gezeigt. Und das wird bei The Wire selten gezeigt. Es werden eher die Mechanismen gezeigt, wie es zu diesem Punkt kommt. Für ihn sind dann halt, vor allem menschliches Leben ist dann noch, also der Bodycount geht dann in der dritten, vierten Staffel auch extrem nach oben, was dann nochmal ziemlich erschreckend ist, weil man dachte so, kann es eigentlich noch krasser werden? Ja. Und das ist dann auch das, was quasi seiner Organisation dann auch wieder das Genick bricht. Es sind wieder die Toten. Ja. Es ist nicht der Drogenhandel, es sind einfach die Morde, die passieren. Ja.
Jetzt haben wir erst, ich meine, wir haben irgendwie von 30 Charakteren, können wir natürlich jetzt längst nicht alle ansprechen, ja. Ich fand, Marlowe ist jetzt vielleicht nicht so das typische Beispiel, aber ich fand seine Story dann auch auf jeden Fall doch nochmal interessant. Also vielleicht können wir auch nochmal kurz über unsere zwei Buddy Cops reden, weil sie ja auch den Großteil des Humors und wirklich auch der, ja, wie sagt man, der Warmherzigkeit meinetwegen irgendwie zuständig sind. Also einmal haben wir Detective James Jimmy McNulty, gespielt von Dominic West, und dann Bunk Morland, gespielt von Wendell Pierce, also der jetzt auch irgendwie in Tremé eine zentrale Hauptrolle hat. Und ja, er spielt auch in der Michael J. Fox Show mit. Genau. Ja. Und das sind halt so die zwei Cops, die gemeinsam in der Mordkommission ermitteln und nach der Arbeit immer irgendwie gemeinsam auf Sauftour gehen. Ne? Also da haben sie irgendwie so einen Spot an irgendwelchen Gleisen und da betrinken sie sich irgendwie immer hemmungslos und kotzen sich halt aus über ihre Vorgesetzten, kotzen sich aus über ihre Frauen. Und sind aber am nächsten Tag, haben sie zwar den Mega-Hangover, aber sind dann auch wieder, sie sind halt, was auch ein super toller Ausdruck ist, Natural Police. Natural Police. Genau. Also wenn man irgendwie, wenn man diese Auszeichnung bekommt innerhalb dieser Polizeiorganisation, dann ist es quasi, glaube ich, die höchste Auszeichnung, die man kriegen kann, wenn andere Leute über dich sagen, du bist Natural Police. Sie sind einfach fähige Ermittler, die auch nicht irgendwie sich in ihrer Beamtentätigkeit irgendwie kuschelig gemacht haben, sondern sie haben quasi den Drang, den Fall zu lösen, und sie haben auch den Drang, irgendwie gegen die Widerstände ihrer Bosse anzugehen. Genau, also wenn es eine Hauptfigur in Anführungszeichen gibt, die es nicht wirklich gibt, dann ist es aber am Anfang wahrscheinlich noch am ehesten Jimmy McNulty. Genau, er bringt ja die ganze Geschichte eigentlich ins Rollen. Bringt die Geschichte ins Rollen, aber das Krasse ist, David Simon hat auch kein Problem, ihn mal irgendwie für eine komplette Staffel aufs Abstellgleis zu stellen. Ja. Und er ist ja sprichwörtlich auf dem Abstellgleis. Ja. Also in der zweiten Staffel zum Beispiel am Anfang wird er dann irgendwie am Ende der ersten Staffel, als alles irgendwie in den Bach runtergeht, wird er dann dorthin versetzt, wo er niemals hätte hingehen wollen, in die Marine Unit. Stimmt. Ich glaube, es wird noch so an der, auch geil aufgebaut, irgendwie in der ersten Folge oder so, wo wollen sie nie landen, ihn sein Boss dann so und er sagt, ja, irgendwie auf dem Boot. Ja, und, und damit fängt die zweite Staffel dann so an. Genau. Ja, und alle landen da, wo sie niemals landen wollten. Ja. Ne? Alle, die sich nicht genau an die Regeln von diesen Institutionen halten und versuchen irgendwie ein bisschen stumpf zu machen sozusagen. Und der Einzige, der befördert wird, ist nämlich Carver, Ellis Carver, gespielt von Seth Gilliam, der sich am Ende der Staffel dann quasi als Verräter innerhalb dieser Taskforce, die gebildet wird, herausstellt, weil der Polizeichef persönlich ihn quasi zu sich ins Büro gebeten hat und ihn quasi als Informant ausnutzt. Ja. Und er sich nicht traut, weil er halt irgendwie noch die Karriere vor Augen hat, er sich einfach nicht traut, dem keine Informationen zukommen zu lassen. Ich würde noch mal kurz zu McNulty, Dominic West, ist natürlich auch eine interessante Figur, weil du gemeint hast, das sind Natural Police, er und Bunk, diese Partner, die machen das natürlich aus Leidenschaft. Aber bei McNulty ist es ja auch nie so einfach, weil er ja schon auch so eine gewisse Arroganz hat und sich so ein bisschen für den Besten hält. Ja, klar. Und das ist auch sehr, das ist so eine sehr fine Line, sehr, wie sagt man? Ja, so eine feine Distinktion halt. Genau. Also, man kann sich nie sicher sein, ob er jetzt einfach nur ein guter Cop ist oder ob er gerade nur Bock hat, irgendwie andere anzukacken. Ja. Weil das macht er ja auch ständig. Also zum Beispiel am Anfang von der zweiten Staffel ist es auch wieder eigentlich er, der das ganze Ding ins Rollen bringt, weil er irgendwie versucht, seinen Vorgesetzten ans Bein zu pissen. Ja. Und deswegen, das ist halt schon ein arroganter Sack. Ne? Das Geile an den Figuren, aber ich meine, wir haben die Sachen jetzt, dass David Simon kein Standardfernsehen macht, haben wir jetzt irgendwie schon herausgestellt, aber das muss man halt auch nochmal sagen. Keine der Figuren ist halt, wie du vorhin gesagt hast, klar gut oder klar böse. Herr McNulty hat seine sympathischen Seiten, weil er Gangster stellen will und er will auch wirklich er will halt immer die großen Fische. Ne? Und er sagt, das ist doch alles Quatsch, das System funktioniert sonst nicht, wenn wir die Kleinen holen, das bringt uns überhaupt nichts. Also in dem Sinne würde man ihn als gut ansehen, er macht das Richtige. Auf der anderen Seite hat er so eine gewisse Arroganz und so einen Egoismus, der ihn manchmal dann übers Ziel hinausschießen lässt und es hilft ihm halt einfach nicht. Er ist so unsympath ist gegenüber seiner Frau, er betrügt, er vögelt ständig fremd irgendwie. Ja, also das ist halt auch das Problem, warum er fast oder selten das bekommt, was er will.
Weil er ist halt, er eckt halt einfach unglaublich an. Mhm. Und er muss halt das, was er haben will, das muss er sehr oft durch irgendwelche Zwangsmaßnahmen erreichen. Also in der ersten Staffel geht er zum Beispiel zu einem Richter und beschwert sich dort, dass kein Mensch in der BPD, bei der Baltimore Police Department, überhaupt weiß, wer Avon Barksdale ist. Ja. Die haben ja in den ersten Episoden haben sie nicht mal ein Bild von ihm. Also Da müssen sie irgendwie dann noch erstmal irgendwie den Typ identifizieren, obwohl jeder in West Baltimore weiß, dass das der größte Drug-Kingpin überhaupt ist. Das finde ich auch so geil. Wir haben jetzt noch, wir haben schon viel über Realismus gesprochen. Ich würde im nächsten Punkt gern auf auch so den audiovisuellen Stil der Serie drauf kommen. Aber auch wenn man es erzählerisch nimmt oder es fließt auch mit dem audiovisuellen Stil zusammen, Es ist halt so geil, wie was da für Sachen halt vorkommen, die in einer anderen Serie, weißt du, da wüsste jeder Polizist, wer Avon Barksdale ist, ja, wie du gerade gesagt hast. Und da ist halt einfach so, es wissen irgendwie zwei, weil sie sich mal auf der Straße umgehört haben. Genau. Allen anderen ist es scheißegal, ja. Oder wie so ein Labor funktioniert, ja. Irgendwie gucken wir mal bei CSI, da ist es so ein Nachtclub, wo alles mega geil herausgefunden werden kann mit den neuesten Computerprogrammen und den besten Dingen. Und da ist es halt so ein Typ in so einem Kittel, der dann auch, scheiße, ey, mein Assistent hat es falsch beschriftet. Der ständig überfordert ist. Keine Ahnung, kann ich nichts mehr machen. Und sind einfach so 30 Blutproben von irgendwelchen Mordszenen, sind einfach mal komplett im Arsch, weil einfach irgendjemand die Beschriftung vergessen hat und kein Mensch das mehr irgendwie zuordnen kann. Das ist und so diese kleinen Dinge, wirklich auch, wenn es darum geht, irgendwie eine Leiche zu identifizieren, was die Todesursache war oder so, das wird so schön aufgearbeitet und wird einfach gezeigt, an wie vielen kleinen Punkten so eine Mordermittlung auch scheitern kann. Ne? Also völlig falsches Bild, was einem auch in diesen anderen Serien halt präsentiert wird. Ja, man kann alles mit Computer und Technik und bla bla bla. Ich habe auch mal das Buch von David Simon, das Homicide-Buch, gelesen, was er quasi als Journalist geschrieben hat über diese Morde in Baltimore, als er da Polizeireporter war. Das ist natürlich aus den 80ern, da hat man noch nicht so krasse Technik gehabt wie heute. Aber sie haben halt gesagt, auch in diesem Buch, und ich glaube, dass das teilweise jetzt immer noch so ist, 90% oder 80% der Fälle werden dadurch gelöst, dass du halt einen Zeugen hast, der sagt, wie es gelaufen ist. Ja, wenn irgendwo einer in der Gasse erschossen wird und das hat keiner gesehen und keiner gehört und keiner mitbekommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht sonderlich groß, dass da irgendwie was bei rumkommt bei der Ermittlung. Und das kommt halt in der Serie auch geil rüber. Ne? Es ist halt nicht so, dass sie da irgendwie... Es sind meistens, also die Morde werden meistens dadurch aufgeklärt, dass du wirklich einen hast, der sie entweder zugibt oder dass du einen anderen hast, der sagt, der hier war's. Und dann reicht es ja aber immer noch nicht. Dann brauchst du ja weitere Beweise irgendwie. Und oft gehen die Fälle dann ja auch nochmal schief irgendwie im Gericht, weil irgendjemand was verzockt hat oder so. Und dann gibt's auch super oft gibt's irgendwelche Deals, dass halt einfach nur Deal, ja okay, der muss die Morde jetzt nicht irgendwie gestehen und der kommt nicht in den Knast, wenn er den und den verrät und so. Ja. Und dann gibt's am Ende der ersten Staffel gibt's zum Beispiel eine Figur, Weebay, der wird dann irgendwie gefasst, ihm können auch ein paar Morde nachgewiesen werden, aber weil er eh schon irgendwie wahrscheinlich lebenslanglich in den Knast muss, entscheidet er sich einfach so dazu, okay, wenn ihr mir jetzt noch einen Burger und Fritten und ein paar Drinks bringt, dann gebe ich auch alle anderen Morde zu, die ich gar nicht begangen habe. Also das sagt er nicht aktiv, aber er nimmt quasi die Schuld für alle anderen Morde auch noch auf sich, weil ja eh nichts Schlimmeres mehr passieren kann. Und er wandert dann halt den Rest seines Lebens in den Knast. Also wenn ihr auf Polizeiserien steht und beziehungsweise dann solltet ihr das wahrscheinlich nicht gucken. Aber wenn ihr denkt, wenn ihr Angst habt, oh, das ist so eine typische Polizeiserie, dann kann man... Es ist keine Polizeiserie. Darum geht es halt überhaupt nicht. Und wenn Polizeiarbeit gezeigt wird, aber es wird ja am ehesten, also doch die echteste Polizeiarbeit gezeigt, die man im Fernsehen vielleicht sehen kann. Klar. Ja, obwohl es keine Polizeiserie ist in dem Sinne. Und das ist echt das Faszinierende. Und ich würde jetzt gerne nochmal auf den Look von The Wire eingehen, weil da gibt es halt auch so viele interessante Sachen. Es ist halt, David Simon hat ja nicht nur, was die Geschichte angeht und die Erzählweise und wie erzählt wird, irgendwie Neuland betreten, sondern auch, wie die Kamera funktioniert und wie Ton funktioniert und so weiter. Also ein Punkt, interessant ist ja auch, die Serie wurde in 4:3 gedreht. Das ist vielleicht eine Sache, die heutzutage ein bisschen sauer aufstoßen kann. Ja, du also hast jetzt deinen schönen 40-Zoll-Fernseher zu Hause und dann hast du rechts und links schwarze Balken. Das ist so, ich weiß nicht genau,
weiß nicht, ob das so ein David Simon Statement war damals. Weißt du, was mir vorhin schon eingefallen ist, was jetzt vielleicht nochmal irgendwie, worauf man nochmal zurückgekommen ist? Ja. Wegen den Emmy-Snaps, ne? Also, es kann einfach sein, dass die Emmy-Leute sich gesagt haben, okay, Simon, der tritt einfach auf wie so ein Elefant im Porzellanladen, sagt irgendwie, fuck the average viewer und irgendwie hier und so und zeigt jedem den Mittelfinger, der irgendwie seinen Scheiß nicht geil findet und dreht halt auf 4:3, ne? Ich meine, der Look von der Serie ist auch gewöhnungsbedürftig. Wenn man Hochglanzproduktion gewöhnt ist, dann denkt man erstmal, okay, du guckst hier eigentlich gerade eine Dokumentation, so ungefähr. Und ja, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass die dann gesagt haben, okay, also der tritt hier so rabiat auf und scheißt irgendwie auf alles, dann scheißen wir quasi einfach auf ihn. Also das möglich, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es da solche, das ist ja auch wieder irgendwie, wenn man jetzt sich versteigen will in eine Theorie, ist ja auch wieder so eine Institution für sich. Klar, ne? Auf jeden Fall. Die Emmys. Und wenn dann einer irgendwie mal versucht auszubrechen, dann wird der erstmal, wird der schön erstmal irgendwie Daumen drauf und runter gedrückt. Naja. Und ja. Nee, würde ich auf jeden Fall recht geben. Man kann ja wirklich sagen, dass diese, vielleicht war es echt so ein Statement, ja, die Leute, von denen ich da irgendwie erzähle und die das vielleicht auch gucken sollten, haben halt keinen. Noch einen alten Röhrenfernseher. Ja, so könnte man es vielleicht sehen. Ja. Ich weiß nicht genau, manche Serien steigen ja auch um im Laufe der Zeit. Ich meine, die Serie lief immerhin bis 2008, also da war man schon längst irgendwie standardmäßig beim 16:9 angekommen. Man hätte auch an 2002 schon anfangen können. Ich glaube, The Sopranos war irgendwie die erste Staffel auch 4:3 und dann hat sich's in der zweiten Staffel hat sich schon geändert. Aber ganz ehrlich, 2000. Lasst euch davon nicht abhalten, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Denn, und du hast gesagt, ja, Hochglanz ist es nicht, aber es ist trotzdem geil gemacht, finde ich. Ja? Die Kameraarbeit ist extrem gut und auch relativ aufwendig oder speziell für eine Fernsehserie. Ja. Also ich finde, ich habe da zum ersten Mal gemerkt, wo die Sopranos bestimmt auch interessant inszeniert ist, dass man halt auch da in dem Sinne von diesem typischen Fernsehmodell weggeht. Ja, man hat nicht nur Close-Ups. Ja, ja genau. Normal hast du ja dieses Overshoulder, wenn jemand miteinander redet und so weiter. Du hast, die Kamera tritt meistens einen Schritt zurück. Hm. Filmt Leute auch mal zusammen in der Gruppe, Leute beim über die Straße laufen, Häuser. Du hast fast alles on location gedreht in Baltimore. Ja. Fast keine Studios. Kein zusätzliches Licht, also zumindest relativ selten. Ja. Kriegt alles einen sehr echten Feel dadurch und du hast, was auch sehr interessant ist, keine Musikuntermalung. Ja. Ja, also wenn Musik in der Serie vorkommt, dann kommt sie aus einem Radio von irgendeinem Gangster, der gerade mit seinem Auto vorbeifährt. Es kommt richtig geile Mucke in der Serie, aber es ist immer nur quasi im Autoradio oder irgendwie auf einer Party, wenn sie Musik hören oder irgendwie in The Pit da zwischen den Towers, wo die Drogen gedealt werden, da hört man auch ständig irgendwelche Mucke. Aber das ist halt so geil, das macht halt dieses Authentische auch der Serie aus, ja, also du merkst es dann auch erstmal nach ein paar Folgen, ist mir jetzt glaube ich auch erst aufgefallen, ich dachte, krass, es gibt keine Musik in der Serie, aber das ist ja dann die Kunst, weil oft genug wird dann gesagt, so jetzt musst du emotional sein, weil die Musik vermittelt dir das ja, auch wenn du nicht wirklich zuhörst, unterschwellig. Klar, natürlich. Und manchmal ist es halt auch echt nervig, ja, gerade bei so ein bisschen, weiß ich nicht, standardmäßigeren Serien, ja, also da wird ja da gar kein Risiko mehr, da hat man so seine Standardtönchen oder Melodien, die man irgendwie raushaut, ja. Und die einfach oberste, da keine Musik zu haben, ist schon, und dann aber trotzdem dich komplett zu fesseln, na, das ist schon eine ziemliche Kunst. Ja. Die oberste Priorität von Simon ist es halt einfach, ein möglichst realistisches Produkt herzustellen. Mhm. Und das zieht sich quasi durch alles, durch die Drehbücher, das zieht sich durch die Charakterzeichnung, das zieht sich durch die technische Umsetzung. Und ich meine, du kannst deswegen auch so The Wire mit Breaking Bad so schwer zu vergleichen, weil Breaking Bad hat super coole Musikeinsatz und es passt alles super gut, aber das ganze Produkt Breaking Bad wird dadurch künstlicher, als es The Wire jemals sein kann. Es ist nicht unbedingt besser oder schlechter, aber ich finde auch The Wire und Breaking Bad machen halt was komplett anderes. Ja, klar, sind beides ziemlich perfekte Serien für das, was sie machen, aber die eine Serie erzählt eine Geschichte von einer Person hauptsächlich, eine bestimmte Entwicklung. Und die andere erzählt eine Geschichte von der ganzen Stadt. Ja, genau. Das ist von der ganzen Gesellschaft. Ja. Ich meine, The Wire ist eigentlich gar keine, es ist gar keine TV-Serie, es ist eher so eine soziologische Betrachtung eigentlich, also eine Abhandlung eigentlich. Ja. Und dabei aber eben überhaupt nicht trocken. Und nicht trocken und nicht langweilig. Ja. Das ist wirklich vielleicht Kunstwerk. Stil am Anfang, vom Erzählstil mag es am Anfang trocken erscheinen, aber ist es halt eben gar nicht. Also ich habe
Und deswegen ist es halt immer noch meine Lieblingsserie, nie einen besseren Payoff gehabt als bei The Wire. Sei es bei manchen Staffelenden oder auch nur bei kleinen Szenen oder beim Ende der Serie auch, was auch sehr gut gelungen ist, obwohl ich mir fast nie vorstellen konnte, wie sie das zu Ende bringen. Ja. Aber im Endeffekt funktioniert es extrem gut, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt noch aufgeschrieben, hat The Wire Humor? Hat The Wire auch Humor? Nein, es ist alles staubtrocken. Nee, also und das ist halt auch ein Ding. Ja, und das finde ich geil bei David Simon, dass er es schafft, so Geschichten von so Otto-Normal-Verbraucher-Leuten zu erzählen, die aber so viel, viel interessanter sind als so, ja, ich muss jetzt nicht den Badass-Superhero verfolgen in der Serie Y oder den besten Ermittler aller Zeiten oder Haus, der irgendwelche Fähigkeiten hat oder weißt du, es sind keine besonderen Leute, es sind so alltägliche Leute und trotzdem sind diese Geschichten so interessant und auch extrem witzig, weil er so tief in diesen Mikrokosmos von verschiedenen Sachen eintaucht, dass du dann diese Witze auch so geil mitnehmen kannst. Ja, sei es gerade was bei der Polizei das angeht. Weil die Charakterzeichnung auch einfach so perfekt ist, dass du wirklich dich in die Charaktere reinversetzen kannst und wenn die dann auch nur so eine kleine Geste oder irgendwie einen kurzen kleinen Spruch, also Bank zum Beispiel, der hat so oft irgendwelche kurzen, einfach nur Blicke bei dem, wo ich dann schon anfange irgendwie zu lachen oder zu schmunzeln. Das ist, also deswegen spätestens ab Staffel 3 oder 4, spätestens ab Staffel 3 eigentlich, kennst du viele Charaktere so gut, dass du in jeder Folge so geile Momente hast. Und der Humor kommt halt auch definitiv nicht zu kurz. Also wir haben schon gesagt, Bunk und McNulty sind halt ein super Paar. Da muss man vielleicht unbedingt die eine Szene in der vierten Episode erwähnen, wo sie die quasi... Die Fuck-Szene? Genau. Oh Gott, ja. Also wo sie einfach, die beiden untersuchen einen Tatort und sie sprechen quasi nur über das Schimpfwort Fuck miteinander. Also und diverse Variationen dieses Schimpfwörts. Und sie sagen, glaube ich, weiß nicht, wie viele Minuten es sind bestimmt... Ich glaube, 4 oder so. Ich habe die Szene mal relativ genau analysiert für meine Arbeit. Und sie sagen nur irgendwie fuckity fuck und fuck fuck, aber kriegen halt währenddessen heraus, wie geschossen wurde und finden dann sogar noch irgendwie die Überreste einer Kugel, die für diesen Mord verwendet wurde, die halt bei der vorigen Untersuchung, wo nicht die beiden involviert waren, übersehen wurde. Ja. Wir haben so ein paar geile Pärchen dann irgendwie. Wir haben schon vorhin gesagt, Bubbles und sein Typ auf der Straße. Wer ist der? Johnny Boy? Herc und Carver, über die haben jetzt noch nicht so viel geredet, sind so zwei, so ein bisschen der Stoßtrupp am Anfang, ne, auf der Straße, die halt dafür leben, irgendwie mal so ein paar Jungs ein bisschen auf die Fresse zu hauen, jemanden mal auf der Straße wegzufischen. Ja. Und die auch so ein bisschen Ambitionen haben, aber vielleicht auch nicht die allerhellsten Glühbirnen sind. Ja, das teilt sich ja so ein bisschen auch bei denen dann. Entwickeln sich auch in eine andere Richtung. Ist halt geil. Am Anfang sind sie so ein Team, wo du halt denkst, das sind so Buddies forever. Und freuen sich ja auch, wie sie dann irgendwie in der zweiten Staffel wieder zusammenarbeiten. Ja. Sie werden dann auseinandergerissen, dann freuen sich super und umarmen sich. Was da für alltägliche Nonsensgespräche teilweise rauskommen. Neulich habe ich, wie gesagt, die dritte Staffel nochmal reingeschaut. Da ist es gerade so, dass Herc und Carver halt oft, das finde ich halt auch geil, es wird ganz viel Momente werden gezeigt in The Wire, wo eigentlich nichts Spezielles passiert. Es wird so viel Alltag gezeigt. Viel Observation. Genau, von den Polizisten. Sie hängen irgendwo ständig stundenlang rum, müssen irgendwie jemanden beobachten oder irgendwo einen Band abhören oder jemanden belauschen und so weiter. Oder die Straßenkids hängen halt auf der Straße und einen ganzen Tag an der Ecke rum und so. Und man, wie langweilig das eigentlich ist. Genau, man ist halt nicht dabei, wenn jetzt irgendwie der große Bust passiert und irgendwo rumgeballert wird, selten zumindest. Da gibt es auch so eine bittere Szene am Ende der zweiten Staffel, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, wie sie irgendwie, glaube wirklich tagelang in ihrem Auto auf einen Verdächtigen warten, auf Nick Sobotka, und der schon längst aber in Custody, also in Gefangenschaft und niemand hat's ihnen gesagt. Und niemand ihnen das gesagt hat. Und sie dann wirklich komplett durchdrehen, weil sie wirklich so einen Lagerkoller in ihrer Karre kriegen, weil sie ihre Befehl war einfach, ihr wartet vor dem Haus, bis der Typ nach Hause kommt. Ja, und sie haben die Chefs haben es einfach vergessen, ihm Bescheid zu sagen. Ihnen Bescheid zu sagen. Also das ist auch so 48 Stunden umsonst perfekte Momente für so einen Humor, der halt an Weltklasse funktioniert. Das würde in einer anderen Serie nie passieren. Ne? Ja. Genau, und die Szene, die ich gesehen habe mit Herc und Carver, da haben sie halt während ihren Observationen darüber diskutiert, welchen, was sagt er? Welchen Sportler sie am liebsten einblasen? Nee, genau, also welchen Mann
mit welchem Mann sie Sex haben würden. Ja. Sie müssten mit einem Mann Sex haben, dann könnten sie sich aber... mit den Olsen-Zwillingen. Genau, dann könnte Herc sagt dann so, seine Lieblinge sind die Olsen-Zwillinge und so. Und Carver sagt dann, du kannst sie haben für immer, sie sind mit deine Sklaven. Du musst mir nur einen Mann sagen, mit dem du schlafen willst. Und Herc sagt dann so, mach ich nicht, sobald ich irgendeinen Namen sage, bezeichnest du mich wochenlang als Schwuchtel oder so. Ja. Und dann sagt er Gus Triandos. Hat auch so eine geile Begründung dafür. Ja, es war Pitcher von den Baltimore Orioles. Der sah einfach so traurig aus, weil er immer so schlechte Würfe fangen musste oder so. Ja genau, er musste die schnellen, er war Catcher bei den Orioles und musste irgendwie die krassen Würfe von irgendeinem Pitcher irgendwie fangen. Genau, Der hat er immer so traurig ausgesehen. Auf seiner Baseballkarte. Gus Triandos, also es sind gerade dieser Alltag zwischen den Polizisten. Ich meine, David Simon, wenn der jahrelang da Cop-Reporter war, dann, wie die Leute miteinander reden. Es wird extrem viel geflucht. Die Meldung kommt jetzt bei 2 Stunden im Podcast wahrscheinlich relativ spät. Aber wer damit ein Problem hat, sollte sich die Serie nicht angucken. Der merkt das aber auch schon nach einer halben Stunde. Genau, und dieses Authentische in der Sprache ist extrem geil. Und deswegen kommt auch, wir sind jetzt immer noch beim Punkt Humor, es hat ganz viel mit der Sprache auch zu tun, würde ich sagen. Dass da auch für bizarre Sachen teilweise kommen, das sind echt so, aber die merkt man dann wirklich nur, wenn man sich näher damit beschäftigt. Gab auch eine geile Szene, wo so 2 Jungs, die sind auch gar nicht groß, sonst wichtige Personen, die bewachen so ein Safe House oder so ein Stash House, wo die Barksdale Crew ihre Drogen lagert. Und die Folge fängt so an, dass sie sich so unterhalten vor dem Haus. Sie stehen halt Wache mit so einer Knarre, ne, damit keiner einbricht. Und einer erzählt dem anderen so eine Story und meint so, da kamen so 2 Alte von mir vorbei und haben gemeint, ob ich weiß, wo das Poe House ist. Und und das Bollenbau ist die Heimat von Edgar Allan Poe. Genau, ist die Heimat von Edgar Allan Poe. Ja. Aber es gibt auch so eine Ghetto, so einen Ghetto-Bereich die oder so Sozialwohnungen, die Poe Homes heißen. Ja. Und er sagt dann so, ich habe dann so gemeint, guck dich mal um, take a pic, ist doch alles die Poe House. And he said to me, no, Edward Allan Poe. Und so sagt er doch den Namen, glaube ich, falsch. Ja, ne? Genau. Und, Edgar Allan Poe oder sowas. Ja, und dann sagt er, keine Ahnung, wer das ist. Und dann hat der Typ mich voll traurig angeguckt und ist weitergegangen. Das ist so eine bizarre Geschichte, die so auf so vielen Ebenen, da musst du so viel wissen Endeffekt. Ja. Also, und es ist so eine Miniszene, ne? Aber das ist halt auch dieser Payoff, dass wenn du ein bisschen Allgemeinbildung hast, wenn du ein bisschen weißt, wie die Welt läuft, wenn du ein bisschen verstanden hast, um was es in The Wire geht, dann hast du einfach, also in einer Szene nach die der Poe Homes, dass es so heißt, hast du vielleicht schon mal vorher irgendwo aufgeschnappt, aber nee, also das ist auch eine Szene, die habe ich beim ersten Mal auf gar keinen Fall, glaube ich, wahrscheinlich nur durchs Nachlesen irgendwie mitbekommen. Ja. Aber es gibt halt auch so typische Slapstick-Szenen, ne? Zum Beispiel in der ersten Staffel gibt es eine Szene, da versuchen Herc und Carver irgendwie so einen unheimlich unhandlichen Schreibtisch irgendwie in ein Büro reinzukriegen. Und dann helfen plötzlich alle, die zu diesem Detail gehören, zu dieser Taskforce gehören, die helfen auf einmal helfen mit. Und dann ziehen sie und zerren sie an diesem Schreibtisch und sie schaffen es einfach nicht, den durch die Tür zu kriegen. Und irgendwann meint halt Herc irgendwie so, wenn wir so weitermachen, dann kriegen wir den niemals in das Büro rein. Ja. Und alle so, wie rein? Wir wollen es reinkriegen? Wir haben alle versucht, den rauszudrücken. So. Und so solche Momente auch irgendwie gibt es eine Szene, in der Omar als Zeuge vor Gericht aussagt. Oh ja, sehr gut. Und dann bekommt er irgendwie... Von McNulty bekommt er irgendwie einen Kleidungscheck, weil er ja nur seine Gangsterklamotten hat und er soll sich irgendwie irgendwas mit Krawatte kaufen und kriegt halt irgendwie von der Staatsanwältin kriegt halt irgendwie so einen Kleidergutschein oder sowas und dann kommt er halt zurück mit so einem neuen fetten geilen Trainingsanzug und hat sich irgendwie so eine rote Krawatte gekauft. Das habe ich gar nicht gecheckt, dass er sich auch einen neuen Trainingsanzug gekauft hat. Dachte, er hat sich nur diese blöde Krawatte gekauft. Er hat sich halt so einen fetten geilen Trainingsanzug und dann hat er sich so eine rote Krawatte gekauft und die bindet er sich irgendwie dann so einmal so mit einen Schal Knoten. Genau. Und dann sitzt er halt Maury Levy, diesem findigen Anwalt der Drogenbosse gegenüber und sie liefern sich einfach so ein super Verbalduell, was eins von meinen persönlichen Höhepunkten einfach ist. Hier, you got the briefcase and I got the shotgun and there's nothing different between us. Ja, das geht genau. Also dieser Anwalt, der quasi für die Drogengang, die immer raushaut, eigentlich natürlich Kohle von denen nimmt,
ganz gut davon lebt, halt Gangster zu beraten, zu betreuen. Genau. Und Oma ihm so halt klar macht, sehr geil, dass eigentlich kein großer Unterschied zwischen ihnen ist. Ne? Sie leben halt so wie so kleine Parasiten von dem, was so abfällt an dem Drogenhandel, was dann moralisch natürlich nicht sehr nicht wirklich lupenrein. Genau. So, Axel, wir sind bei der 2-Stunden-Marke. Sind wir schon, ja? Haben wir echt überschritten. Das Gute ist, ich habe jetzt noch Hut the Wire eine Kernaussage aufgeschrieben und ich glaube, darüber haben wir schon genug gesprochen. Ja. Wir haben die Kernaussagen ja irgendwie im Laufe der 2 Stunden ausführlich besprochen. Also ich glaube, das hat jetzt auch mittlerweile jeder mitgeschnitten, um was es da... Es ist halt echt, wir haben bei den Figuren, könnten wir noch extrem viel erzählen. Wir haben jetzt auch noch gar nichts gespoilert zu den Staffeln, aber vielleicht können wir es ja wirklich so machen, dass wir, wenn wir mal wieder Zeit haben und irgendwie Lücken haben in der Podcast-Berichterstattung oder vielleicht auch mal Zeit haben für 2 Podcasts die Woche, dass wir dann wirklich Staffel-Reviews machen. Also wenn wir jetzt genug, wir wollen jetzt nichts versprechen, auf keinen Fall, aber wenn wir wirklich genug Zuschriften kriegen und die Leute uns wirklich sagen, sie haben Lust auf Staffelbesprechungen, dass wir das dann auch wirklich durchführen. Würde ich auch sagen. Also ich hätte Lust auf jeden Fall. Schreibt uns, umso mehr Feedback, umso besser. Es kann auch nur ganz kurz sein, irgendwie ein Satz, podcast@serienjunkies.de oder schreibt Axel auf Twitter unter Max Stilecht, genau. Richtig? Oder mir unter picknicker83 und wenn wir echt viel Feedback bekommen, dann können wir das unseren Bossen, sozusagen auch. Wir leben nämlich auch in der Institution. Wir müssen nämlich auch immer die guten Sachen durchbringen. Gut pitchen. Ja, ich glaube auch, wollen wir die Spoiler einfach mal kurz weglassen? Dann sagen wir nochmal, ich würde schon sagen, warum sollte man The Wire heute noch schauen, habe ich mir als letzten Punkt aufgeschrieben, beziehungsweise warum, ich glaube, es ist ja für uns die beste Serie aller Zeiten bis jetzt. Warum ist es so, nochmal ein kurzes Fazit? Also, ja, warum sollte man sie heute noch schauen? Das haben wir ja auch schon öfter gesagt, weil es einfach eine zeitlose Geschichte ist. Sie erzählt einfach eine unheimlich interessante und aktuelle und auch relevante Geschichte über den Niedergang einer amerikanischen Großstadt und wenn man es im Großen will, auch den Niedergang Amerikas oder sogar der westlichen Zivilisation. Und wenn man ganz philosophisch und sich versteigen möchte, kann man auch sagen, sie erzählt von den Fehlern des Kapitalismus, des kapitalistischen Systems unserer westlichen Industrienation. Und das macht es aber nicht, wie es sich jetzt vielleicht anhört, auf solchem akademisch-oberlehrerhaften Level, sondern es erzählt es durch seine Figuren, die allesamt wirklich, mir fällt ehrlich gesagt keine Figur ein, die mir irgendwie, die mich nervt oder so irgendwas, sondern wirklich durch diese Figuren, die alle faszinierend sind und die alle aber auch so aus dem Leben rausgegriffen sind. Also dieser Realismus, der ist zu keinem Zeitpunkt langweilig, weil aus den Gründen, die wir jetzt seit 2 Stunden versuchen zu erläutern. Ja. Ja, also das wäre so meine... Ich glaube, da habe ich echt wenig hinzuzufügen. Ich finde das halt so krass, dass du heutzutage natürlich Serien und Filme hast, die die krassesten Dinger darstellen können. Ja, durch CGI und Computereffekte, Superheldenfilme. Dass aber David Simon das komplett reduziert und versucht, so realitätsnah wie möglich, wo man sagen könnte, es wird ja fast langweilig. Ja, warum soll ich denn... Polizisten haben natürlich von sich aus, ist natürlich schon mal eine Ecke, wo man sagt, die leben vielleicht ein bisschen interessanter, dramatischer, wie auch immer, weil sie halt mit Polizeiarbeit zu tun haben. Obwohl The Wire auch wieder zeigt, dass es viele Sesselfurzer gibt. Natürlich. Mega langweilig. Genau, und dass die halt Arbeit an sich auch ziemlich langweilig ist. Dass er es schafft, an diese Figuren so nah ranzugehen, ist jetzt genau das Gleiche bei Tremé. Ja? Einfach normale Leute und damit aber so intensive Geschichten erzählt, die gleichzeitig, und ich würde schon mit diesen intensiven Geschichten irgendwie leben können, aber natürlich, dass er dadurch das schafft, dieses Große, was du jetzt gesagt hast, ja, es bildet sich ja komplett ab auf das Land, auf die westliche Welt dann teilweise sogar, schafft, sich man da so reinsetzen kann oder rein verlieren kann, ich habe mich damit irgendwie an der Uni beschäftigt und so weiter, dass diese Serie so viel zu bieten hat, weiß Gott, das muss niemand machen, sich da irgendwie so heftig mit auseinanderzusetzen, aber dass er Das geht einfach perfekt zusammen. Also für mich ist es echt fast die größte Kunst, so ein Thema zu haben, was man abarbeiten will. Auch ein politisch, auch ein gesellschaftlich wichtiges Thema. Ist ein relevantes Thema. Ja. Und gleichzeitig aber das durch seine Figuren und durch extrem viel Humor zu machen,
und einfach nicht auf eine langweilige Art und Weise und sie gleichzeitig, das Geile ist ja, gegen ein System selbst komplett zu stellen, ja. Mhm. Also für mich hat er dann Fernsehmachen auch in dem Sinne revolutioniert, oder vielleicht nicht unbedingt revolutioniert, weil es ihm auch die Art und Weise nicht so viele Leute nachgemacht haben, obwohl wir natürlich heute Serien haben, die natürlich schon ähnlich funktionieren, wie Game of Thrones oder so, von der Erzählweise her, wo man auch sagen kann, okay, ey, einzelne Folgen, da sagen ja auch Leute, ach, das ist mir viel zu langsam und so weiter. Klar, dieses romanhafte Erzählen, dieses, was man ja auch sagt, dieses literarische Fernsehen, das ist ja von The Sopranos und The Wire irgendwie so ein bisschen begründet worden. Ja. Und das wäre natürlich ohne diese beiden Serien wäre es nicht möglich, aber wenn man jetzt nochmal einen Schritt weiter geht, dann ist The Wire irgendwie, hebt sich von Sopranos zum Beispiel nochmal ab, weil es einfach so diese politische und gesellschaftliche Bedeutung, die es einfach hat. Also, dass es so nah dran ist an den Menschen, an den Leben von Menschen und dass es auch gnadenlos aufzeigt, was in unserer Gesellschaft alles falsch läuft. Hm. Das ist halt einfach irgendwie was diese Serie einmalig macht. Ja. Genau, also es muss halt eine Serie nicht machen. Zum Beispiel macht es Breaking Bad an sich nicht. Ja. Breaking Bad ist eine Charakterstudie von einer Figur. Ja. Es gibt natürlich nicht hunderttausende Amerikaner, die so drauf sind wie Heisenberg oder Walter White. Das kann man halt nicht so verallgemeinern. Für diesen Charakter ist eine unglaublich geile Analyse und eine geile Erzählung. Aber ja, bei The Wire funktioniert es halt in einem viel größeren Rahmen. Muss man nicht so machen, aber wenn man es macht, ist es halt irgendwie geil, weil man daraus so viel mitnehmen kann, ja, wie halt vielleicht deswswegen sind ja diese großen Bücher halt so Klassiker wie, weiß ich nicht, Krieg und Frieden oder so, ja, die haben das über eine Zeit ausgesagt, die sagen was Allgemeines aus, die funktionieren aber natürlich nicht wie ein Sozialkundebuch, sondern über die Figuren und die einzelnen Geschichten. Genau. Aber du kannst halt eben diesen großen Rahmen, was wir jetzt gesagt haben, kannst du auch in The Wire runterbrechen auf jede einzelne kleine Figur. Also das Individuum kämpft gegen die Institution kämpft gegen die nächstgrößere Institution und die nächstgrößere Institution kämpft gegen die nächste und dann kämpft es gegen das ganze System. Und es wiederholt sich immer alles ständig selbst und am Ende von The Wire haben wir diese super tolle Montage, die einfach zeigt, dass sich einfach nichts ändert. Und dass solange das System, es kein Spoiler. Systemwechsel gibt, dass es kein, solange es keinen Systemwechsel gibt, wird es immer noch Elend geben und wird es immer noch Menschen geben, die sich gegenseitig irgendwie umbringen. Und dabei ist es aber jetzt nicht irgendwie so ein kommunistisches Manifest. Nee, also gar nicht. Nein. Es zeigt die Fehler auf, aber es sagt ja auch nicht, wie es besser gemacht werden soll. Es gibt Ansätze, genau wie Hamsterland zum Beispiel, solche gesellschaftlichen Experimente. Aber ich weiß jetzt auch gar nicht, ob David Simon jetzt sagen würde, wir müssen den Kapitalismus abschaffen oder so. Vielleicht, wenn er nach Deutschland kommen würde, würde er sagen, ach Gott, hier ist ja Paradies. Oder Frankreich oder so, ja. Ich glaube auch, dass er das schon gesagt hat. Ne? Eigentlich gehen wir ja davon aus, dass wir eine soziale Marktwirtschaft haben. Ja. Und das Problem ist eigentlich, dass sie halt nicht mehr so sozial ist, ne? Genau. Gerade in den USA. Aber er ist kein... Obwohl, ich glaube, ich habe mal irgendwo einen Artikel gelesen, wo stand, der mächtigste Kommunist, der aktuell im Fernsehen arbeitet oder so. Aber ich weiß nicht, ob ich das so... Das sind dann immer so schöne Labels, so die sich dann Journalisten wie wir ausdenken. Ja. Nee, so extrem ist es nicht. Würde ich auf keinen Fall sagen. Ich glaube auch, dass da Leute, die vielleicht eine konservativere Einstellung haben, da auch viel mit anfangen können. Ja, also klar, natürlich. Es ist so oder so real. Und es ist auch... Teilweise, geht es ja auch auf die Punkte ein, die vielleicht eine konservative Sichtweise sind auf die Dinge. Ja? Ich würde nicht sagen, dass das komplett so einseitig ist. Ja, ich meine, gut, der Konservatismus steht ja schon so ein bisschen dafür, die Sachen zu erhalten und die Institutionen zu erhalten. Und das ist ja auch so auf jeden Fall einer der riesigen Kritikpunkte, die David Simon hat, dass er eben diese Institutionen so verrostet und so verknöchert und so versteinert sind, dass irgendwie nichts mehr passiert. Ja. Und keine Besserung quasi möglich ist, solange diese Institution existiert. Ja. Genau. Schade, dass wir jetzt, aber ich glaube, wir schaffen auch nicht viel mehr, weil wir haben uns jetzt auch schon so ein bisschen ausgequatscht. Ne? Wir können jetzt, also ich könnte noch mal 2 Stunden über The Wire reden, aber also wahrscheinlich... Wir können jetzt anfangen, über die erste Staffel zu reden und darüber 2 Stunden, und dann über die zweite Staffel und darüber 2 Stunden. Aber dann schreibt uns einfach Feedback an podcast@serienjunkies.de, wenn uns echt, es müssen auch gar nicht so extrem viele Mails sein, aber wenn wir merken, da haben richtig viele Leute Bock drauf, dann können wir da durchaus nochmal was reinhauen. Wir können ja uns ja unsere anderen Kollegen ein bisschen verärgern, indem wir sagen, wenn ihr uns irgendwie 100 Zuschriften schreibt, dann
rezensieren wir nächstes Jahr im Podcast kein Walking Dead mehr, sondern machen The Wire-Staffel-Videos. Oh. Oder Philipp, was meinst du? Ja, das würde mich also echt mal interessieren, ob da Leute Interesse hätten. Ich habe mir das ja auch schon überlegt, so ein Rewatch zu machen. Da könnten wir ja auch wirklich dann sagen, wir schauen in unserer Freizeit irgendwie oder schauen uns das zusammen an und machen uns dann wirklich so, machen dann so eine In-Depth-Analysis quasi, um dann wirklich auch nochmal so an die wirklich fleischigen Teile der einzelnen Staffeln. Auf jeden Fall. Also ich glaube, einzelne Staffeln ist realistisch, halt einzelne. Es hat auch wirklich schon mal jemand per Twitter geschrieben, ja, einzelne Folgen wären mir ganz lieb. Das wären halt dann irgendwie hier 60 Podcast-Folgen, das würde, wenn das leider unrealistisch. Ja, leider unrealistisch, auch in unseren alltäglichen Arbeitsablauf einzubinden, beziehungsweise müsste man es irgendwie finanzieren oder weiß ich nicht, einen Sponsor finden oder keine Ahnung. Es flirren hier schon irgendwie verrückte Ideen rum, von wegen Kickstarter und so. Aber mal schauen, was da noch rauskommt. Wir haben keine Ahnung, wie viel Bock die Leute drauf haben. Was heißt keine Ahnung, nicht so richtig? Ja, The Wire haben die Leute uns jetzt öfter schon geschrieben, dass sie Bock drauf hatten. Aber ja, wenn ihr uns da Feedback gibt, ey, vielleicht wird mal irgendwann ein Kickstarter-Projekt oder sowas draus. Aber da würde ich erstmal drauf warten, wie jetzt die Reaktion auf diesen Podcast ist. Vielleicht sagt ihr auch, oh Gott, das war ja schrecklich, die zwei Hört Stunden. Hört endlich auf zu labern. Es reicht, Leute, es reicht. Ja, podcast@serienjunkies.de, schreibt uns. Ich glaube, wir haben es ausgesprochen. Wir sind jetzt beide auch ein bisschen leer, glaube ich. Ja. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ich bin super gespannt auf das Feedback. Ja, wenn ihr konkrete Sachen habt, über die wir da mal sprechen sollen, vielleicht können wir einfach mal so eine Bonus-Episode sonst machen, wenn wir es nicht mehr schaffen. Oder wir machen nochmal eine Spoiler-Episode. Ja, oder einfach eine Spoiler-Episode. Ja. Obwohl ich es sinnvoller finde, über die einzelnen Staffeln zu reden. Aber gut, da kann man ja mal. Bin jetzt auch gespannt, wie das Feedback ist von Leuten, die Serie kennen und Leute, die Serie noch nicht gesehen haben. Und ob jetzt Leute, die es noch nicht gesehen haben, so lang zugehört haben, das frage ich mich gerade. Weiß ich auch nicht so genau. Also für alle, die durchgehalten haben bis jetzt, herzlichen Glückwunsch. Ja, und es ist ja jetzt wahrscheinlich, wenn dieser Podcast rauskommt, so um die Weihnachtszeit, also frohe Weihnachten schon mal und einen guten Rutsch. Genau. Ja. Und ja, in der Weihnachtszeit hat man ja immer genug Zeit dann auch. Schön mal zwei Stunden auf der Couch zu liegen. 2,5 Stunden, ja. Podcast, ja. Axel, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank fürs Zuhören. Jo, macht's gut, Leute. Ciao. Ciao.